Bärige Brüder auf dem Bauernhof. Jetzt mit Stardew Valley. Viel Spaß. Bärenbrüder. Kann ich ganz bleiben dabei? Moin, moin und hallo. Ach. Schon lange her, dass ich das Intro gesehen habe. Ja, wir waren echt schon lange nicht mehr hier, oder? Ja, ist leider das typische Problem, ne? Gamescom. Haben wir es im August geschafft? Nee, ne? Nee. Im Juli das letzte Mal. Ich glaube, es ist länger als einen Monat her. Huiuiuiui, das ist wirklich, wirklich lange her. Herrlich. Schön, wieder zurück zu sein. Ja, ich freue mich auf euch. Wir machen uns hier zwei gemütliche Stunden. Ja. Ne? Wir haben theoretisch auch die Option, noch ein bisschen länger zu machen. Noch ein bisschen länger. Also wir sind frei. Wurde mir heute gesagt. Frei wie Vögel. Auf dem Bauernhof. wer ist denn von euch alles da? Ich freue mich schon auf euch. Ich sehe den Serial Killer, ich sehe Skyliner 5000. Freddy, 1, 2, 3, Heldenhasen, Capro, Raigor. Der Micha ist auch da. Geil. Geil. Und King Nimrod. Darf ich aber kurz deine Maus mitnehmen? So bitte ergreife meine Maus. Ich ergreife seine Maus. Geil. Hervorragend. Möchtest du währenddessen erzählen, was wir heute so vorhaben? Ja, wir machen uns gemütliche mindestens 2 Stunden auf dem Bauernhof und führen unsere Session Stardew Valley fort. Die haben wir beim letzten Mal, als wir Bärenbrüder gemacht haben, angefangen. Da noch mit der Community zusammen. Heute haben wir uns entschieden, wir lassen es ein bisschen ruhiger angehen. Wir sind nur zu zweit auf dem Bauernhof unterwegs. Community-Einbindung wird bestimmt nochmal passieren, wenn wir das Spiel fortsetzen. Heute erstmal nur zu zweit, ganz gemütlich. Ganz entspannt, ne? Ganz entspannt. Ja. Also, ja. Ich freue mich schon sehr. Wir waren wirklich, wirklich lange nicht mehr hier. Ja. Wir können so viel erzählen über die GDC, über die Armer-Nacht, über die. Das Leben, wir haben 2 Monate gelebt. Ich habe so viel Erfahrung gesammelt. Ja. Kann man auch mal teilen dann, oder? Mal schön ein bisschen was raushauen. Ah, herrlich. So, ja, du warst ja dann, du warst ja viel mehr beschäftigt auf der GC. Du warst die ganze Zeit da. Ja, du warst nur privat da, ne? Ich war nur am Freitag war ich privat da. Ah. Genau, und am Donnerstag war ich schon in Köln. Samstag dann wieder abgefahren. Darum habe ich gar nicht so viel mitbekommen. Ich habe natürlich einmal hier das Wichtigste in der RBTV stand und so ausgecheckt. Ja. Einmal die ganze Messe angeguckt. Gesehen. Ja, echt? Auf der Messe? Ja. Oh. In unserem Stand. Ach so. War ganz witzig. Ja, nee, aber es war ganz cool. Die Dosenbeats-Party haben wir, glaube ich, auch wieder ganz gut abgerissen. Ja, die war ganz cool, ja. Mein persönliches Highlight war die LED-Wand dahinter. Mit den Werbungsloops und so. Das sah schon. Ach, stimmt. Ja, stimmt. Das war das erste Mal, dass ich auf so einer Bühne quasi der ganze Rücken, der Wandrücken so eine LED-Wand war. Das war schon ziemlich geil, ja. 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 Das war richtig cool. Du bist übrigens Herbert, habe ich gehört. Ich bin Herbert. Und wie heißt du nochmal? Bärbel. Die Bärbel. Auf dem Berlinhof. Auf dem Berlinhof. Dann nehme ich jetzt hier mal meinen Account. Jeder ins Team kann seine eigene Flasche. Achso. Ja, also ich könnte jetzt eine Fritz-Cola trinken. Ich habe gerade nicht so richtig Durst, ehrlich gesagt. Ja, bei mir kommt der Durst, glaube ich. Du hast sogar schon eine rausgeholt. Ja, hier steht eine. Die gönne ich mir gleich mal irgendwann. Liebe Bärenbrüder, ihr seid echt die Geilsten und ich wäre euch ewig dankbar, wenn ihr das hier vorlesen könntet. Free peinliche Affe. Wir haben es in diesem Sinne vorgelesen. Ich habe keine Ahnung, ob das Konsequenzen haben wird, das liegt nicht in uns. Nee, ich glaube auch. Aber vorlesen tut ja erstmal nicht so weh. Lieber Tobias Bart ist voluminös. Tatsächlich ist er aktuell gar nicht so geil. Ich muss ganz dringend zum Barbier. Ja, aktuell ist irgendwie, er nervt mich gerade wieder sehr, aber das wird besser. Hast du das auch mit kratzigen Haaren? Am Bart? Ja. Nee. Du hast keine Kratzen. Wenn er lang genug ist, nicht. Ja, ich habe nämlich leider bei mir. Du musst ihn lang wachsen lassen. Dann ist er, und ja, Badöl. Das geht. Badöl das hilft. Ist so. Badöl, auch bei kurzen? Ja, Badöl hilft immer. Zum Barbier. Du hast es drauf, King Nimrod. Top. Ja, dann lass uns doch einmal ins Spiel reinschauen. Ja. Weiß nicht so hundertprozentig, ob wir eine Regie haben, aber ich gehe mal davon aus, dass wir sie haben. Wenn nicht. Kriegen wir das improvisiert? Das schaffen wir. Ja. Da wurde auf Gedanken. Geilon. Geil. Wir haben Unterstützung aus der Regie. Das freut Besser mich. Besser wird's nicht. Wo waren wir denn letztes Mal stehen geblieben? Wir haben irgendwas geerntet. Ich habe keine Ahnung, was wir hier haben. Wir haben noch ein paar Pastinaken. Also, soweit ich mich erinnern kann, haben wir mit Lady Wasabi und Kadi zusammen gespielt. Wir haben zusammen diese Häuser hier bewohnt. Wir waren in der Mine.
Ja. Wir haben schon einige Sachen im Dorf erkundet und wir haben diese Felder hier angelegt. Ja. Wie kann ich diese Maus schneller machen? Ja, das ist sehr langsam hier. Hat die nicht so Tasten an sich unter dem Mausrad? Stimmt, aber da die beiden? Die hier, nee, das ist nee, von die, zurück. Die hier. Da. Die haben nicht geklappt. Die sind meistens für Sensitivity. Ach, ich stell's einfach so um. Ja. So. Ja. Mir ist jetzt auch schon wieder ein bisschen Zeit vergangen, dass ich das Spiel gespielt habe. Von daher muss ich noch mal fast neu reinkommen. Bei mir ungefähr ganz genauso viel. Wie heißt euer Hund? Bertie. Moment, wir haben einen Hund. Oder kommt er erst noch? Keine oder bin Ahnung. Ich, oder habe ich den nie gesehen? Habe ich ihn nie beachtet? Machen Borderlands 3 offline spielen zu zweit oder muss man es online spielen? Nee, ich glaube. Es gibt einen LAN-Modus. Genau, es ist ein LAN-Modus und du kannst Splitscreen machen. Oh, Borderlands hätte ich auch Bock drauf gehabt. Aber spielen die Bohnen. Wir haben schon so viel Borderlands, glaube ich, auf dem Sender. Ja, das soll uns nicht davon abhalten. Ich hab's mir gekauft. Für PC? Ja. Das ist das Problem. Du nicht, ne? Nein, ich hab's für PS4. Das, bevor 2K da nicht Crossplay einbaut. Können wir nicht gemeinsam Borderlands spielen? Das ist schon wirklich nervt, traurig. Das nervt, ja. Das ist traurig. Du hast hier tatsächlich, also, ich bin ja so ein PC-Mensch, ne? Ich weiß, ja. Aber stört dich das überhaupt nicht, auf der Konsole zu spielen, sowas, so ein Shooter? Nein, das habe ich, ich hab auf der, wenn man das jahrelang macht, dann ist es irgendwann normal. Ja, ich habe auf der GC die Preview gespielt, ja. Und hatte richtig, richtig Spaß an dem Spiel. Der große Knacks aus seiner ganzen Geschichte war, musste auf einem verdammten Controller spielen. Ja, das ist für Leute, die das nicht regelmäßig machen, natürlich dann echt nervig, das kann ich mir denken. Ja. Aber ich habe seit Destiny 1, da die das so richtig geil gemacht, oh nee, vor Destiny 1 gab es ja auch schon Borderlands 2. Und ja, weiß nicht, das macht das Training und man muss es akzeptieren. Wie viele Stunden Borderlands 2 hast du hinter dir? Boah, ich habe die Stunden nie zusammengezählt. Ah, okay. Aber ich habe das Spiel mehrmals durchgespielt und das auf zwei Plattformen. War nicht schlecht. Warum spielst du nicht am PC mit einem Controller anstatt auf der Konsole? Könnte man auch machen. Ich hole es mir ja nicht auf Konsole, weil ich mit Controller spielen will, sondern A, weil mein PC gerade noch nicht so geil stark ist. Zweitens, wenn ich streamen wollen würde, dann könnte ich einfach von Konsole streamen. Das geht bei mir zu Hause mit der Konsole gerade besser. Ja. Und ich habe aktuell mehr Bekannte, mit denen ich zocken könnte auf der Konsole, als auf Steam oder im Epic Store oder wo auch immer es das gerade gibt. Ja, also ich habe einen Brief bekommen. Meine Quellen verraten mir, dass du dich schon ein wenig im alten Gemeinschaftszentrum umgeschaut hast. Warum stattest du mir nicht einen Besuch ab? Meine Gemächter befinden sich westlich des Waldsees im Steinturm. Ich habe eventuell ein paar Informationen bezüglich des Rattenproblems. Der Zauberer. Ja, stimmt, der hatte dieses... Oh, ich dachte, das... genau, hier ist die Mail nochmal. Ja. Aber waren wir nicht schon bei dem? Der hat doch hier die große Magic Show abgezogen. Der hat uns voll den LSD-Trip verpasst. Ja, eigentlich schon. Ja. Vielleicht ist der Brief alt. Ja, das. Ja. Alter Brief. Aber das war. Das stimmt, das war mit das Letzte, was wir, glaube ich, in der vorherigen Episode gemacht haben. Weil wir haben jetzt den 7. im Frühling. Ich glaube, so ist das, ne? Wo siehst du Frühling? An der Blume da? Keine Ahnung. Ich habe nicht mehr gespielt. Obwohl, ja, das könnte. Oder Sommer. Chat hilft uns mal. Generell, Ehrenbrüder und Backseat Gaming. Ja, glaubt, ich glaube, ja. Gibt's hier nicht so viel? Ich glaube, bei Stardew Valley. Man kann uns Tipps geben. Tipps immer willkommen. Aber trotzdem generell bei den Ehrenbrüdern ja Backseat Gaming erlaubt. Ausnahmsweise, sonst bei BTV ja nicht, aber bei uns ja. Einfach ganz entspannt, helft ein bisschen mit. Eben, wir sind ja die ein paar gemütlichen Dudes. Genau, ganz gemütlich hier. Woran sehen wir, ob es Sommer ist? Also ich glaube, es ist Sommer oder Frühling. Aber man hat auch keine weitergehende Anzeige dazu, ne? Nee. Regie, könnt ihr vielleicht noch einen Pip mit einbauen? Oh ja, alles gut. Sehr gut, wirklich. Dankeschön. Ja, Nef, kommt gleich, hast ihr gehört. Der gute Jörg sagte, kommt gleich. Kein Problem. Warum ist der Bus schon auf? Wir können nicht rein in den Bus. Oh.
Was hat das für eine Auswirkung? Ich kenne den Bus noch nicht. Also damit kommen wir in die Wüste. Die aber Wüste? Eigentlich dürfte er hier nicht stehen. Es gibt eine zweite Karte. Da oben. Ah, ist die Wüste. Ah, nee. Da, da. Ach so. Aha. Ja. Aber eigentlich kommt man ja später in die Wüste. Aber eigentlich ist der Bus dann auch nicht da. Hm. Keine Ahnung. Im Dorf hängt ein Kalender. Okay. Dann schauen wir mal im Dorf. Sammeln wir mal. Warum ist da oben auch schon... Habe ich den falschen Stand geholt? Wo ist was oben? Ja, das, was du da hast. Diese Bahn, die dürfte eigentlich auch noch nicht sein. Du kannst ja gar nicht den falschen Stand... Also, außer Betrieb. Nicht. Okay, es ist außer Betrieb. Wir haben noch gar nicht weitergespielt. Ich bin einfach verwirrt gewesen. Ich dachte, die wäre dann einfach nicht da. Nicht nur nicht außer Betrieb. Der Bus Richtung Kalikowüste ist momentan nicht in Betrieb. Da steht's auch. Ich bin einfach nur verwirrt. Ich bin ein alter Mann. Soll ich das sagen? Älter, ne? Ich bin älter. Ups. Der Bus ist immer auf. Aber damit du die Kunst des Angels nicht in Vergessenheit gerät, ich zahle 90 Gold an jeden Fischliebhaber, der mir Sardelle dreimal fängt. Viel Glück, Willi. Dieser Soundtrack ist total schön. Richtig chillig. Es passt einfach zu unserem gemütlichen Nachmittag, ja? Ja. Du hast die Nachricht auch gesehen. Ich lese sie jetzt mal nicht vor. Das wäre lame. Aber ich glaub nicht alles, was im Chat steht. Genau. Glaub nicht alles, was Erdag Ames schreibt. Das kriegt ihr auch gratis. Nee. Ja, bei dir vielleicht nicht. Das, ich bin ja Sellout, Tobi. Mhm. Bei dir kostet 20. Ich wurde diese GC. Ja. Ich weiß nicht, nicht häufig, also schon gar nicht so häufig wie die Leute, die on air sind, aber ich wurde nach Autogrammen gefragt und das ist für mich noch so awkward. Ah. Also, ich mach's ja nicht ungern, ich finde das cool, alles gut, aber das ist so awkward gewesen. Wo bist du? Das ist so ein Minigame im Saloon, aber ich weiß nicht, wie ich schieße, weil unter der Schusstaste. Da steht halt ein Joystick-Icon. Ich hab kein Gamepad angeschlossen. Warte mal, hier ist ein. Wir sind angeschlossen. Ach so. Ja, das ist der für mein. Wie kann ich laufen? Weiß nicht. Ja, du läufst, ich schieße. Ja, was ist denn das für ein. Das nenne ich Koop. Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ah! Verdammt, wir schaffen das noch. Game over. Nee, ich kann aber noch neu starten. Ich kann aber wirklich nicht laufen. Ja, ich weiß nicht, was das für ein komischer Mix ist. Ich schieße einfach die ganze Zeit nach oben. Ja, ja, ja. Ah, du kannst aber gucken, ne, wohin du schießt, oder? Ja, ja. Ich kann das ziemlich gut steuern. Okay. Dann versuche ich nur auszuweichen. Okay, du bist der Ausweichman, ich bin der Schussman. Ja, alles klar. Da, da, da. Also ich kann es nur in 45 Grad Winkeln steuern, ne? Ja. Nicht seamless, aber. Oh Gott. Da ist was. Item. Give me. Give item. Oh, give cash. Völlig konzentriert hier. Wir knacken den scheiß Highscore. Echt mal, Alter. Ehre. Das ist auch für komplett hier bei uns in der Firma angekommen. Ja, oder? Ja, ja. Er ist schon fast wieder tot. Also ich höre es von anderen Leuten nicht mehr. Das stimmt. Ist Thomas noch da? Ja. Oder der Urlaub? Der ist ja so einer der Menschen, die es am meisten benutzen. Benutzt haben. Das stimmt, aber Thomas ist auch so gemütlich, ja? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich schieß. Ich wollte sagen, ich schieß. Nein! Angeblich mit dem linken soll ich nicht laufen und mit dem rechten kann ich schießen, aber ich hab keinen linken. Wow. Jetzt hast du die Tastatur aufgemacht. Hä? Wie geht die weg? Kommen wir gehen raus. Ja, warte. Wie lame. Okay.
Wollen wir den mal abziehen, den Controller? Ja, bitte. Ziehen hier einfach dann raus. Dann kann ich vielleicht noch mehr steuern. Aber wir haben schon abends. Oh, wir haben schon halb elf. Wir müssen ganz dringend ins Bett, du. Nein, ich will keine Cola für 75G kaufen. Hurra. Ganz schön teuer, oder? Wir können uns einfach eine nehmen. Ja, natürlich. Aber bis wir echte Items ins Game transferieren können, das dauert noch ein bisschen. Keine Cola von Joja. Richtig, wir boykottieren Joja. Gibt es da schon Gruppenkuscheln bei uns? Georgia Coke. Habe ich Lust auf eine Cola? Bin mir unschlüssig. Ich muss schnell, wir werden morgen schon jetzt verschlafen. Du hast bis 0 Uhr Zeit ansonsten und du musst rechtsklick machen. Das ist nicht mein eigenes Haus. Du musst aber rechtsklick auf die Tür machen. Ja komm, ich kuschel mich zu dir. Geht doch. Wir haben verschlafen. Tag, siebter Tag im Frühling. Man kann sich Cola auch angeln? Ob die da noch schmeckt oder schmeckt die nach Seewasser? Ja, ist ja in Dose. Ach so. Ich weiß ja nicht, in welcher Form die da rauskommt aus dem See, wenn man angelt. Ja, sind wir wieder fleißig hier. So, wir haben den 8. Wie lange brauchen Pastinaken zum... Ist ja nicht ein Haar drauf? Hier ist schon ein Riss im Monitor oder was? Ich habe eine Kartoffel gefunden. Hast du eine gefunden? War das schon eine rausgewachsen? Ja, ja. Das erinnert mich an so einen richtig schlechten Gag. Was, die dümmsten Bauern? Hä? Haben die dicksten Kartoffeln? Nein. Kommt ein Zollwächter und kontrolliert irgendwie so, stehen so drei Kisten und die will er kontrollieren. Ja. Auf dem einen steht, also haut er quasi gegen. Peng, peng, peng. Ja. Bock, 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 bock! Okay. Okay, sind Hühner drin. Eindeutig. Ja. Haut er den gegen den nächsten. Bum, bum. Ist eine Kuh drin. Ja. Eindeutig. Haut er den gegen den letzten. Bum, bum. Kartoffel, Kartoffel. Nee, mein Gott, das wird immer lachen. Ja. Meine Quellen verraten. Ich habe auch falsch erzählt, aber ich glaube, die Quintessenz des Ganzen war noch halbwegs richtig. Meine Quellen verraten mir, dass du dich ein wenig im alten Gemeinschaftszentrum umgeschaut hast. Ja. Habe ich eben vorgelesen. Hä, aber warum kommt bei mir die Nachricht nochmal? Keine Ahnung. Ich glaube, der will, dass wir vorbeikommen. Haben wir eigentlich schon zu spät für Mittagessen-Diskussionen? Will den Leuten Hunger machen? Nö, ich glaube, das passt noch. Wir haben noch 13 Uhr. Gut, dann würde ich sagen, Leute, haut mal raus, was ihr als Mittagessen hattet oder was ihr vorhabt, als Mittagessen zu essen. 14.08 Uhr haben wir. Habt ihr schon Mittag gegessen? Wenn ja, was? Macht das neidisch. Wer es noch nicht kennt, Essensdiskussionen sind eine große Tradition hier bei den Bärenbrüdern. Die riesige, die größte wahrscheinlich sogar. Reddy isst oder hat gegessen 4 Hot Dogs. Döner. Fertigen Wrap von Aldi. Ja, okay. Das sind diese kleinen, ne? Von Supermärkten. Ein Schokobrötchen, Gyros. Gyros, ja. Halben Kuchen von Aldi, 2 Schnitzelbrötchen von mit Sambal Oleg. Mag jemand gerne scharf? Hacke-Peter-Brötchen. Hacke-Peter war Matt, oder? Ja, oder auch Maurermarmelade. Ja. Ein Eichhörnchen. China-Nudeln, Cevapcici. Oh, Milch. Oh, lecker Milchreis, geil. Selbstgemachter Smoothie. Käse, braun gebratene Rosmarinkartoffeln, auch geil. Naturschnitzel mit Pommes, auch nicht schlecht. Sambal Oleg, Cup Noodles, Cheeseburger und Drachenfruchttasche, mein Bank doof zum Frühstück. Kann ich die Zwiebeln hier eigentlich pflanzen? Ja, ne? Nee, kann ich nur essen. Noch essen. Cutballer mit Reis und cremiger Champignonsauce, auch geil. Aber ich hoffe nicht von Ikea, sondern selbst gemacht. Letzten Rest von Spinat, Kürbis, Mandelsalat. Daheim eigentlich zwei Brote, Mandarinen und Eis. Kann man da Blumen essen? Es gibt schon. Ne? Kann eine Blume essen? Ja, guten Hunger. wir müssen auf jeden Fall unser restliches Geld mal so ein bisschen auf den Kopf hauen. Warte, wieso auf den Kopf hauen? Was müssen wir denn kaufen? Welche Investitionen stehen an auf unserem mehr Saat? Gemeinschaftshof? Welche Saat sollten wir jetzt am besten kaufen? Hm. Ihr habt doch bestimmt Stardew Valley Wiki offen oder wisst generell das Spiel. Wir haben den 8. Frühling und wir wollen möglichst viel Ertrag machen. Was können wir jetzt noch bei Piers kaufen,
Und, ja. Ich gieße erstmal die Tür. PS. Achso, er macht ja hier Bauernhofzubehör, ne? Ich da rein. Lenk du ihn ab und ich guck mir seine Wohnung an. Also, wir haben Kartoffelsaat. Wir haben Grünkohlsaat, Blumenkohl. Ich glaube, Blumenkohl war auch ganz gut. 12 Tage haben wir auch noch. Oder nehmen wir Bohnen. Kartoffeln. Caddy sagt, wir sollen Kartoffeln anbauen. Kartoffeln. Ach, jetzt erinnere ich mich mal wieder. Jojo war ja dieser Konzern, ne? Der Böse. Ja, genau. Die Jojas wollen, wollen ihre Supermarkt-Dinger dahin bauen. Ja, okay, dann war ich ja ganz gut, dass ich keine Georgia-Cola gekauft habe. Ja. Wir wollen keinen. Wir hassen Georgia. Ich glaube, Kartoffeln waren das Gute. Nesis hätte aber gerne Bohnen mit Bohnen. Ja, Blumenkohl. Blumenkohl gibt am meisten Geld. Zusammen mit Kartoffeln. Blumenkohl? Ne, Blumenkohl. Wir sollen einfach Blumenkohl anbauen. Warum bist du eigentlich ein Bauer geworden? Entweder ich will haufenweise Geld verdienen, es ist echter als ein Leben in der Stadt, um in die Fußstapfen meines Großvaters zu treten, ich wollte meinem alten Leben entfliehen. Also ich will einfach nur richtig Cash machen. Digga. Das ist ein wenig oberflächlich, nicht? Ja, sorry. Aber kommt Geld, kommt Rat. Ja, fast richtig. So, ich habe jetzt 11 Mal Blumenkohlsaat gekauft. Ja, soll ich auch noch was kaufen? Nee, wir haben Blumenkohl ja, ach, nur im Neunerfeld, aber warum Blumenkohl nur im Neunerfeld? Verstehe es nicht. Vom Laden am schwarzen Brett nach den Quests schauen. Ja, mache ich eben. Während Tobi schon mal sät. Warum die nur im Neunerfeld? Ich verstehe das. Tjoster gibt einen anderen Tipp. Ich meine den Blumenkohl in 2x2 anpflanzen. Oder 3x3. Gab die Möglichkeit, dass er einen Riesenblumenkohl. Dann mache ich 3x3. Ah. Darum wahrscheinlich das Neue. Aber ich habe ja nur 11. Aber ich pflanze das mal hier hinten mit hin. Über den Blumenkohl können wir ja rüberstapfen. Und hier ist die Vogelscheuche. Und ich habe keine Lust, dass unser Blumenkohl weggegessen wird. Wir haben schon 15.10 Uhr. Hier mache ich das Quest morgen. Dann können wir so ein bisschen Cash verdienen. Cash. Wir müssen hier auf jeden Fall noch ein bisschen. Oh, ein Eichhörnchen. Das ist ein bisschen wie ADHS. ja. Großbauern, die expandieren vielleicht. Vielleicht sind Kartoffeln immer noch besser. Ja, keine Ahnung, ob das so ist. Also laut dem Wiki nicht. Laut dem Wiki ist das ungefähr equal. Macht keinen Unterschied. Also das sind jetzt die, die du unter der Vogelscheuche da gemacht hast, ne? Ja. Hast du noch mehr? Nee. Okay. That's it. Ein Schmied kann die Geode aufbringen. Da war was. Ja, stimmt. Ich muss aber erst zum Schmied. Ja, ob wir das heute... Ja, können wir machen. Nur ein bisschen Zeit. Durch. Ja, so einmal quer durch. Ach Gott. Konnte man sprinten? Ich hab das vergessen. Nee, ne? Nee, man kann nur langsam laufen. Oh. Du bist quasi immer am Sprinten. Holt euch Pflanzen, die man mehrfach ernten kann, ist ein Tipp. Das wären ja Bohnen. Aber Bohnen. Aha. Lohnen sich ja erst. Wobei, die hätten sich tatsächlich noch gelohnt. Die brauchen zwar länger, geben aber deutlich mehr Cash, sagt dir der Loss. Was? Also Sachen, die man mehrfach ernten kann. Ja, ja, genau. Bohnen hätten 10 Tage gebraucht und alle 3 Tage kommen die nochmal wieder raus. Mhm. Wir haben aber ja gar nicht mehr so viel Zeit diesen Monat. Wir können auf jeden Fall im Sommer können wir auf jeden Fall mal zusehen, einiges davon zu holen. Mhm. So, das ist aber nicht der Schmied. Das ist doch hier. Genau.
Oh, ich komme zu spät, ja. Das übliche Problem, was bei Stardew Valley oder anderen Spielen. Okay. Apropos zu spät kommen. Ich hatte letztens, das war irgendwie kurz nach Gamescom oder so. Wo kriegen wir Blaubeersamen her? Hatte mir ein Mietauto geholt. Und dann sind wir damit nach Hannover gefahren. Dann habe ich, dann sind wir nicht wirklich rechtzeitig zurückgekommen. Also wir haben es bis 18 Uhr gemietet. Und um 18 Uhr macht der Laden zu. Mhm. Und dann habe ich da angerufen, so von wegen, ja, wir stehen im Stau, ne, weil wieder Elbtunnel und das Übliche. Und dann so, ja, ne, wie machen wir das mit der Rückgabe? Und dann so, sagt der Typ am Telefon so, ja, also wir haben immer so eine halbe Stunde Kulanz, aber sagen wir mal so, wir machen hier gleich den Laden zu und danach kontrolliert hier keiner mehr. Der war super cool drauf. Und dann, sehr gut. Dann konnten wir einfach da ein bisschen später hinfahren und haben den Schlüssel da eingeworfen. Sehr gut. Sehr netter Typ. Auf jeden Fall. Und wofür hattet ihr das Auto geliehen? Ausflug nach Hannover in den Dino-Park. Ach, das war dein Dino-Park-Besuch. Möchtest du von deinem Dino-Park-Besuch erzählen? Ja, ist richtig geiler Park für alle Dino-Fans bei Hannover. Ich mache jetzt keine Werbung direkt, wie heißt, aber ihr könnt einfach googeln. Super coole Dino-Statuen, möchte ich sie jetzt einmal nennen. Exponate. Und die sind wirklich realistisch gehalten, weil die ganz viel mit wissenschaftlichen Ergebnissen zusammenarbeiten. Hm. Das heißt, da siehst du auch manche Dinos, die du zum Beispiel durch Jurassic Park kennengelernt hast, siehst du in ihrer wahren Größe. Oder halt, wie zum Beispiel mittlerweile ja festgestellt wurden, dass Raptoren halt Federn haben, siehst du da auch Raptoren mit Federn. Das heißt, die halten sich ganz aktuell. Ich habe Hofarbeit Stufe 1 gekriegt. Gießkannen-Effektivität und Hackeneffektivität. Und wir können Vogelscheuchen bauen endlich. Doofe und da unten. Du konntest vorher schon Vogelscheuchen bauen, ne? Ich durfte das immer nicht. Hab ich drauf geachtet. Ach du, irgendjemand muss ja die Vogelscheuche gebaut haben. Das können auch unsere Kollegen gewesen sein. Das stimmt. Wenn du E-Drucks, kannst du das, glaube ich, nachgucken. Und dann oben auf Fähigkeiten, dann siehst du. Herstellung? Nee. Das war das von links. Da. Nee, hast du auch noch nicht. Nee, ich hab nix. Ich habe Sammeln und Hofarbeit auf 1. Ich möchte auf jeden Fall Sprinkler bauen. Ich weiß gerade noch nicht, wie viel wir dafür können müssen. So. Ich glaube, wir müssen dafür mehr Schmiedekram machen. Ich erledige uns mal eben Quest in der Mine, was uns ein bisschen Geld gibt. Oh ja, wir sollten auf jeden Fall mal wieder in die Mine gehen, ein bisschen mehr. Soundtrack. Der Sprinkler braucht hier Eisen und so ein Gedöns. Genau, dafür müssen wir in die Mine. Ich muss weitergehen. Bei unten lang. Okay. Und dann noch rechts. Ja. Und dann wieder hoch. Ah ja, genau. So, ich soll für das Quest 4 Grüne erledigen. Da schon einer. Also, im Sommer wollen wir Blaubeeren anbauen, habe ich gehört. Ist das richtig? Ich habe auf jeden Fall im Chat jemanden gesehen, der dem zugestimmt hat. Oh, ich sitze hier aber auch wie der letzte Mongo. Vielleicht bin ich einer. Psst. Da, kein Kommentar. Ist das Multiplayer-Update auch für PS4 draußen? Weiß das jemand? Ich habe keine Ahnung, aber den PC habe ich das schon in der Beta damals gespielt, hat einen Bug. Das war ein bisschen ärgerlich, aber nicht mehr weitergespielt. Also ich habe ein sehr guter Freund und seine Freundin. Mal schauen. Oh, hol sie dir die Slimes. Ja, was? Ich muss schon wieder. Genau. Ich habe noch nicht sowas wie einen Rucksack, ne? Nee, den müssen wir erst kaufen für 2000 Gold oder so, schweineteuer. Okay, was ist denn?
Weißt du, was das hier ist? Nee. Ja. Das sind jetzt auch noch ein paar, das zweite Ding da. Eine Pastinacke, die du hättest verkaufen können. Ach so. Wenn man die Mine geht, kann man Sachen wie Sichel und Angel daheim lassen. Du hast voll und ganz recht, von Stein. Die großen Kiste noch nicht kaputt. Was? Die Hacke noch nicht. Glaube ich. Ja, da ist der. Lecker. So, weiter geht's. Nach unten. Nee, falsches Werkzeug. Bist du eigentlich so ein Bienenmensch? Also eigentlich sind wir ja Bärenbrüder. Ja. Das heißt, wir stehen auf Honig, ne? Also traditionell haben Bären ja eher ein Problem mit Bienen, weil sie den Honig verteidigen. Also du meinst es jetzt wahrscheinlich in Anbetracht unseres Hofes, ob wir da Bienen kultivieren sollen? Yep. Habe ich jetzt kein Problem mit. Wenn sie weit genug vom Haus weg sind, dann müssen sie uns da nicht nerven. Das Problem ist, wir müssen den Honig da immer rausholen, deswegen sollten wir sie relativ dicht zum Haus packen. Ja, dann fliegen die mal ins Fenster rein und nerven. Ja. Bist du eigentlich mit dem Fahrstuhl gefahren? Ja, ja. Okay, ich wollte schon sagen, dein Gesicht sagt was anderes. Nee, nee. Also alles der Mine im Inventar ist voll. Nein, ich esse hier einfach diesen Lauch, weil ich schon ein bisschen angeschlagen bin. So. Ist das denn Eisen oder? Nee, das ist einfach nur Stein. Alles noch Stein. Als erstes müssten wir auch Kupfer finden. Da ist der runtergegangen. Ja gut. Zack. Da. Schleimi. Schleimo. Hey. Boah, machen die gerade viel Schaden hier. Ich kann auch irgendwie... Das Kupfer. Hm? Nochmal. Ach so, eins, ja. Let's Copper. So. Kupfer ist voll. Ist nochmal Kupfer. Fischteiche für die Farm, das klingt auch gut. Aber ich hasse ja Angeln in diesem Spiel, ne? Ich weiß, ich bin da vielleicht auch einfach nur Pussy, aber ich mag Angeln einfach nicht in dem Spiel. Also wir können ja die Arbeit uns auch teilen. Man muss nicht so häufig angeln. Schon in Ordnung. Also um 14 Uhr. Ja, warum hast du noch so viel Energie und ich mir so wenig? Weil ich gerade was gegessen habe. Ah. Ich hab bald keine Energie mehr. Na, komm. Komm, machen wir noch ein paar extra Slimes hier. Boah, der ist aber durchgeglitscht. Erlege Monster. Genau, ich muss nur noch ins Dorf zurück. Das mache ich vielleicht jetzt mal eben, bevor es zu spät wird. Ich weiß nicht, wo du die Quest abgeben musst, ehrlich gesagt. Bei Lewis. Also ja, dann sollte er natürlich da sein. Ich gebe hier noch meine restliche Energie aus und dann komme ich auch. So.
Let's get out of here. So. Da. Wo ist das? Bin ich hier nicht sogar schon im Dorf? Ja, fast. Man sollte Fische auch aufziehen können, um deren Produkte zum Beispiel Rogen zu verkaufen. Das klingt cool. Wer bist du denn? Das ist Demetrius. Mhm. In den Optionen einstellen, dass man rauszoomen kann, hilft extrem in der Mine. Okay, man kann rauszoomen. Aha. Vergrößerungstasten, was heißt das? Einfach nur das UI, oder? Ja. Sehe ich auch mehr. Ich sehe auch mehr. Ja. Echt gesagt. Interessant. Gar kein Geballer heute. Moin. Lametta Man. Wir haben ja auch Hitman gespielt, war auch so semi-Geballer nur, ne? Ja, es war ja immer Geballer nur, wenn es nötig war. Acker immer. War aber unfähig. Bei mir ja. War beide unfähig. Ach, Louis war der Typ. Wo treibt denn der sich rum? Keine Ahnung, wo Louis ist. Louis. Aber es ist bald schon wieder Schlafenszeit, du. Ja. Ja, Mama, bitte noch nicht. Louis, wo ist denn Louis? Wie viele Kopfe hast du? Ich glaube, ich habe keins abgebaut. Oh, wir können tatsächlich jetzt einen Ofen bauen. Eigentlich Melchofen. Blab. Louis ist, glaube ich, der Bürgermeister. Ja. Müsste ja auch eigentlich im... Wo ist denn das Rathaus? Gibt es denn hier ein Rathaus? Haus des Bürgermeisters, da. Oh Gott, es wird schon dunkel. Ich hoffe, der hat noch offen. Was hier? Da. Guten Abend. Hallo. Ah, Herr Bert. Du hast uns bei unserem Schleimproblem geholfen. Danke dir. Ich hoffe, es war nicht zu viel Arbeit für dich. Diese Schleime können in Gruppen ziemlich gefährlich sein. Sollte dank deinen Bemühungen jetzt etwas einfacher sein, auf Erkundungstour zu gehen. Viel Spaß mit deiner Belohnung. Cash. Was? Ja, ich will Cash. Wo ist mein Cash? Haben wir das nicht schon bekommen? Nee. Hm. Wir hatten eben 109 und jetzt immer noch. Hatte ich jetzt geprellt? Was soll das? Weggesnitcht. Louis, gib mir mein Cash. Hatte ich weggesnitcht, ich sehe schon. Oder schickt er uns das nach Hause? Hm. Drück mal F. Achso, das muss man hier im... Da! Cash. Oh ja, ich habe auch noch eine Belohnung von 100 Gold gehabt. Ja. Dankeschön, Chat. Du. Da läuft ein Werbungstimer ab. Da. Könnten wir ja mal schlafen gehen. Ja, dann so. Ab in die Haie. Und wenn man da mal hinguckt, da so zu dem Roten. Welchem Roten? Vor dir. Stück weiter oben. Wäre der beste Übergang überhaupt. Achso, das meinst du? Ja, ja. Dann können wir, wenn wir jetzt hier auf ins Bett gehen klicken, auch direkt in die Werbung gehen, habe ich gehört. Geil. Einmal Produktinformation für euch, einmal eine kurze Pause für uns, wenn ich kann trinken, einmal auf den Pott und dann geht's weiter mit den Bärenbrüdern. Bis gleich. Bis gleich. Nicht ernst bleiben dabei. Nein, ich kann nie ernst bleiben, wenn wir Quark. Unsere flauschige Fell-Session hier im Hangi machen. Quark. So.
Ich würde erstmal sagen, ach nee, du hast deins später noch auf. Ich habe ja gefailt. Ich habe deine Flasche eben aufgemacht, bin ja, dann rübergegangen, hab meinen Öffner zurückgebracht und habe mich dann entschlossen, ich möchte auch gerne eine Fritz-Cola trinken. Und dann war so, das war doof. Aber wir sind noch ein bisschen länger für euch hier. Also ihr könnt es euch gemütlich machen, zieht euch die Hosen aus. Hosen ausziehen, finde ich. Ja, also Team ohne Hose muss ja schon am Start sein. Team ohne Hose, habe ich gehört, sind wir auf jeden Fall. Ja. Wir haben den 10. Tag im Frühling, das heißt, wir können wahrscheinlich noch Dinge anbauen. Die Frage ist, was bauen wir jetzt noch an? Ich will einfach noch ein bisschen mehr Rosenkohl holen. Dass du das alles merken kannst, ich... Cauliflower meine ich. Also, ich kann mir Daten nie merken. Ich habe auch 12 Tage und ich glaube, die gehen hier 30 Tage, die Monate. Oh, ich werde angesprochen. Hallo, Bärbel. Warum sehe ich das nicht? Das ist bei dir so eine Katze ziehen. Siehst du die Katze hier? Eine Katze. Oh ja, ich sehe die Katze. Ich habe sie an einer Hofeinfahrt gefunden. Ich glaube, sie ist ein Streuner. Armes, kleines Ding. Kriegen wir eine Katze? Ja. Es scheint ihr hier zu gefallen. Hey, meinst du nicht, dass das Hof eine gute Katze gebrauchen könnte? Woher weißt du, dass eine gute Katze ist? Möchtest du die Katze adoptieren? Ja oder nein? Der Hotbutton, ja natürlich wollen wir das. Ja natürlich, Katze. Oh, wir brauchen einen Namen. Okay, Chat, die kreativsten Katzenvorschläge für den Berlinhof. Oh, das ist halt jetzt nichts mehr machen kann, ne? Ja, Chat haut doch schnell was raus. Ja. Leo. Leo. Miau. Miau. Katze. Katze. Hund. Furzi. Furzi, ja, auch nicht. Spandau. Gemüsekebab. Gemüsekebab finde ich tatsächlich am witzigsten bis jetzt. Socken anbehalten oder nicht? Nur ein. Nur ein, bitte. Natürlich. Fifi. Kingstar. Snowby. Herbert. Ulf, Crash. Snowby. Fritz. Fritz finde ich gut. Katzi. Kat. Oh, eine Cutscene. Nee, du musst schon mit Kat, mit K-A-T schreiben. Oh. Okay. Cutscene. So? Ja. Vorschlag von Jörg. Angenommen. Angenommen. Wir haben jetzt die Cutscene. Sehr gut. Ich fand den nicht so schlecht, ehrlich gesagt. Komm her, Cutscene. Sei ein braves Kätzchen, ja? Oh, Kittekatze hätte auch noch. Kittekatze? Kittekatze. Ja. Oh mein Gott, wir haben wieder Dinge zum Ernten. Flop, 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 flop. Oh ja, geil. Oh yeah. Oh ja, richtig. Oh. Was mache ich denn mit Steinen hier? Steine können wir nicht gebrauchen, ne? Für nix. Oder? Doch, bauen? Ja, okay, da tue ich. Nein! Was? Das ist die Verkaufstruhe. Ja. Die nehme ich wieder. Du kannst da raufklicken und kannst die rausholen. Ja, habe ich wieder. Wo tue ich. Ach, da hinten. Entweder die oder hier hinten ist noch eine. Damit können wir Schmelzöfen bauen. Unter anderem. Oder Steinwege und so. Ach stimmt, die sind schon Steine drin. Sehr gut. Dann kann ich den noch mal reintun, die Geode. Die wird sehr, sehr schön. Nein, 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 nein. Plompfk. Ja. Nee. So, Käferfleisch. Die Cutscene. Ja, heute ist echt eine Kaderstimmung, ne? Sehr gut, du machst ja eben fertig. Ich bring mal unsere Geoden zum Schmied. Duzis. Ja. Duzet. Kriegen wir noch mal Cash. Ich hoffe noch ein bisschen Blumenkohl. Dieser Soundtrack ist einfach so schön. Ich bin auf unseren Tastaturen. Ich bin einer, der zu schnell die Shift-Taste gedrückt. Ich rutsche darauf fast aus und halte sie gedrückt unbewusst. Dann denke ich mir so, wieso läuft der jetzt? Mittwoch ist Ruhetag. Ja, gut. Wir haben jetzt auch noch mal die acht grüne Schleife. Was ist das für eine Zivilisation, wo man mittwochs den Ruhetag einführt? Wir könnten auch den Joja-Markt unterstützen, nicht immer offen. Nee, nicht Joja. Ja, aber entweder mittwochs Ruhetag oder Joja. Nee, wir haben schon unsere Prinzipien. Okay, also ist der Ruhetag dann doch in Ordnung. Ja. Oh Mann. So. Oh, ich muss auch noch Geld ausgeben, um da was haben wir denn? Das ist ein Museum-Dings.
Alles Museum, was da rauskommt eigentlich. Ja, okay, dann gebe ich ein bisschen Cash aus für Museums. Ja, ja. Oh, ich habe nicht mehr genug Platz im Inventar. Muss ich jetzt erst was zum Museum bringen? Was will ich hier? Ja, da. Moin. Moin, moin, Alla. Ja, nee, Cash nicht direkt, aber. Ja, Moment, was. Was war das? Lehm! Naja, das ist jetzt nicht so spannend. Ist Lehm nicht spannend? Nö, ist jetzt. Nicht so dein Fetisch? Ich habe andere Fetische. Okay. Fair enough. Noch ein bisschen Stein gewonnen. Und. Ein zwergischer Helm. Ja, ist auch. Kann man das anziehen? Nee. Oh. Auch wieder für das Museum. Na gut. Weißt du, ein Provinzmuseum braucht viele zwergische Helme. Auch interessant, dass wir die ersten sind, die diesem Museum was spenden. Schlimm, oder? Ja. Schauen sich sonst alle nicht in die Mine rein, wahrscheinlich. So. Wir haben eine Zwergenschriftrolle gefunden, ein Artefakt. Wohnung abholen. Guck mal, da sind nochmal. Pulsat. 9 Stück. Ich finde den Ausgang nicht. Ja, es ist ein bisschen doof, weil ich nicht mehr so krass viel Ausdauer habe. Ich dachte, ich komme jetzt vielleicht mal zu 10 runter. Ah, ja. Hm. Ich hab ihn. Ausgang gefunden. So, das da rein. Ganz dringend mal ein bisschen Öl an die Tür bringen, oder? Und dann pflanze ich mal eben Blumenkohl. Mach ich auch mal eben. Da, 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 da. Da, da, da. Weil Chat meinte ja, im Neunerfeld könnte ein Riesenblumenkohl entstehen. Ja. Geil. Sollten wir es auf jeden Fall mal so machen. So, alles andere ist gegossen. Dann gebe ich noch ein bisschen Energie aus, um hier mal So. Mehr Kupfer, noch mehr Kupfer. Ich weiß, mein Inventar ist auch voll, aber ich kann noch Stein rausschmeißen im Zweifelsfall. Ich möchte nur den Ausgang finden hier. Manu. Nicht, dass ich ein Rettungskommando schicken muss. Hab ihn. Mein Gott, ich habe das Level 10 erreicht. Und Schuhe gefunden. Wie Schuhe? Richtig, ja. Schuhe für dich? Ja. Geil. Schuhe. Keine Ahnung, was sie bringen. Ah, eine Verteidigung und eine Immunität. Ja, und das dachte ich halt, dass der Helm sowas wäre, aber nein. Wäre nur ein Museumsstück. Kannst du uns auch abholen. Einfach in, zum 10er Dungeon gehen und dann kriegst du was auch. Ja, okay. 18:40 Uhr, das krieg ich nicht mehr hin. Muss jetzt die Quest mit Erlegemonster auch gemacht haben. Ja, ist fertig.
Oh, Bärchen. Oh, Lady. Gut, dann komme ich auch mal wieder hoch. Oh nein, diese nervigen Fliegeviecher sind da. Hasse sie. Oh, Bärchen. Hm. Hallo, Lady Wasabi. Ist auch eine Nacht in 10 über so ein Stadt namens Bielefeld, habe ich noch nie gehört. Auch Bielefeld nicht. Kennst du in Bielefeld? Das Ding ist, ich kann mit über den Witz nicht lachen, weil ich da studiert habe. Tatsächlich wusste ich, dass du da irgendwas zu tun hattest mit. Ja. Da war, glaube ich, ein Wurm gerade hier. Hm? Ich glaube, dieser Witz, der geht auch allen Bielefeldern einfach so auf den Sack. Ist ja auch in Ordnung, dass es das tut. Also ihr wollt eher die Leute, die da wohnen, trollen? Natürlich. Aus dem anderen Grund erzählt man sowas doch nicht. Ja, was habe ich denn hier noch? Der weg. So, hast du hier alles fein gewässert? Nee, ja. hier ist was nicht gewässert. Was? Ach, das... Doch, vielleicht was. Doch, das war gewässert. Das ist nur zu dunkel gerade. Guck mal, schön um 9 ins Bett. Kannst du noch mal sprechen? Geht dir ein Herz? Ich will nur eben was einsammeln. Och du. Weißt du, immer warten wir auf dich. Ja. Sagt der Typ, der den ganzen Tag in der Mine war. Mhm. Komm schon. Miau. Ab ins Bett mit dir. Spitzhackeneffektivität und ich kann eine Kirschbombe herstellen. Wir haben ordentlich Money gemacht. Money, money, money. It's so funny. In a rich man's world. Nee, ich will nicht. Ich will diesen Brief. Ey, ich habe meine Lieblingsaxt verloren. Wenn du sie ganz findest, bring sie sofort zurück. Ich habe eine ganz schwere Zeit ohne sie. Wer auch immer sie findet, bekommt 250 Gold. Finderlohn. Ich will lieber die Axt behalten. Je nachdem, was du sagst, ist vielleicht. Also, muss jetzt hier so ein Hamburg-Wetter sein? Der passt doch zu uns, oder nicht? Hm. Ich hab grad keine Lust auf Regen. War jetzt ein paar Tage krank und dann hab ich keinen Bock. Ach, ich bin voll, Scheiße. Düdüm. Düdüm. In der Zeit habe ich alles weggeerntet. Haha! So, dann hier Kohle. Ja, das braucht eine Sense. Grünkohl. Heute war Erntetag, habe ich gehört. Gemischte Saat, Geode, können wir da mal wieder reinpacken. Gemischte Saat tue ich mal. Geh mit hin. Scheiß drauf. So, was machen wir heute? Mine? Nein, ich würde jetzt gerne einmal in den Laden gehen, wo wir es heute wieder dürfen. Ja. Und ich habe noch eine Quest abzugeben bei Lege Monster. Ich war mit Louis reden. Wo hast du den getroffen gehabt? Genau. Louis ist im Haus des Bürgermeisters. Wenn er nicht gerade. Wo ist denn wohl das Haus des Bürgermeisters? Das ist schwarze. Drück mal auf M. Das ist das. Das. Das okay. Da. Das da. Ich will das da. Okay, wie würdest du die Schlange nennen? Klopfer. Das hier? Ja. Little Britain. Ah. Das hier schon wieder Blümchen? Nee, ist krank. Guten Morgen! Guten Morgen, Herr Bärbel. Guten Morgen. Gut gelaunter Bürgermeister ist auch nicht wirklich. Ja, ne? So, nochmal 450 Gold. Ja, noch was für das Museum. So, was haben wir denn hier? Hunderobins verlorene Axt, hat der Abenteuer dabei, trifft den Zauberer. Ja, wir waren da zwar schon, aber das Quest würde uns dafür belohnen, wenn wir nochmal zu ihm gehen. Ja, dann sollten wir nochmal zu ihm gehen, oder? Ja. Vielleicht einen Schmelzofen, ja, das hast du schon gemacht, aber ich muss es auch noch machen. Kacke, ich habe ja gar nichts, was ich hier dem geben möchte. Habe ich schon aus dem Inventar rausgeschmissen. Und der Axt. Gehe ich mal zum Zauberer. Ich doch
Der war, oder, oh, ganz hinten, oh Gott. Hallo? Pfui, es stinkt. Weißt du, Jörg hat da was geschrieben, ne? Kannst du das interpretieren? Nee, weil das zu lang ist. Ja, genau. Das wird nämlich abgeschnitten. Hm. Was auch immer er uns sagen möchte. Er wird das uns noch mitteilen. Oder er wird den zweiten Teil... Hast du an deiner Darstellung was geändert? Darstellung ist auch dein Banner-Tool. Ja, ich kann hier so Plus drücken. Plus und Minus. So anders aussieht wie bei... Zoom. Ja, genau, der zoomt dann raus und rein. Oh. Oh mein Gott. Ich bin so böse. Kriegst du auch Schwierigkeiten mit dem Pip oder was? Wahrscheinlich, ne? Nö, das hat nicht mehr aufgefallen, weil wir jetzt irgendwie gleich waren. Ach so. Oh, es tut mir ein wenig leid. Das muss es sein. Okay, dann zoome ich wieder raus, wenn das für dich in Ordnung ist. Also die beiden Kinder diskutieren ja, dass Gunther vom Museum so einen Schlüssel hat für dieses Abwassersystem. Ja. Da kommen wir später immer rein. Oh, du bist Bärbel. Hallo. Blumenkohlsaat brauche ich. Muchos davon. Wir wollen ja Money machen, ne? Unser Ziel ist es ja, den Hof auszuschlachten. Ja, richtig Cash. Ja, also ich will da in 3 Jahren will ich auf diesem Hofgebiet eine große Industrieanlage stehen haben. Maximale Effizienz, maximaler Cash. Geil. Machen wir so. Wir werden einfach Joja 2. Joja. Nee, Beba. Nicht Joja. Joja ist ja vergeben. So. Ach, die Kuh hier ist auch süß. Na du? Komm. Der Gag ist, wir haben am Montag ungefähr 20 Minuten Zeit zu investieren, um herauszufinden, aus welchem fucking Film das nochmal kam. Genau, wir verraten es nicht, aber. Du könntest du nochmal vorsingen, du, ihr sagt dumm. Dum. Du, dum, 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 dum. So, und wer errät es jetzt von euch? So schwer ist es nicht. Nee. Wir sind einfach dumm. Ja, wir wussten es in dem Moment einfach nicht. Wir sind traurig gewesen, dass wir es nicht wussten. Jörg schlägt sich wahrscheinlich auch gerade mit der Hand gegen den Kopf. Oh Gott, so dumm können die doch gar nicht sein. Pelgun hat James Bond geschrieben und Ajira hat Goldeneye geschrieben, was genauer ist. Und Goldeneye ist richtig. Goldeneye. Ah, komm herein. Das ist ein Pedo-Zauberer. Der Pedo-Zauberer? Mhm. Ich will mich wieder verführen mit seinem LSD-Trip. Ja, stellt er sich mir nochmal vor, ich war doch schon mal da. Ich will dir etwas zeigen. Ah. Das könnte auch so ein Kölner sein. Der hat so einen Höhner-Schnurrbart. Dann muss das aber bitte auch Kölsch aussprechen. Nee, ich kann Kölsch nicht nachmachen. Ich glaube, der schickt mich jetzt schon wieder auf den Trip. Ja, definitiv schickt er dich wieder auf den Trip. Ah, Drogen sind nichts Gutes für Mamuschka. Das ist besser als der Linksturm. Ich weiß es nicht. Ich weiß auch gerade nicht, wie gut Andreas das kann. Aber ich kann es, glaube ich, definitiv nicht. Ich kann nur so richtig so Widerliches so. Schätzelein. Aber das ist auch. Das ist eher. Das ist halt einfach nur Horst Schlemmer und nicht Kölsch. LSD-Trip. Ich hab die Notiz gefunden. Schätzelein. Schätzelein. Die Sprache ist verworren.
Aber ich konnte sie entschlüsseln. Ah, papa, wir, die Junimo. Ah, okay. Wenn du eins mit den Wäldern bist, ja, dann wird das vielleicht mit der großen Industrieanlage doch nichts. Ah, Max Mustermann gibt mir einen Tipp. Aufpasse, was du sagst, Öferkölle. Ja, ich will mich da aber nicht anlegen mit der Bevölkerung. Babyfahren, Moosmaden, Karamell, Giftpilz. Oh, Karamell. Aber Pilze mit Karamell. Oh. Oh. Hier, trink aus. Lass die Essenz der Wälder deinen Körper durchdringen. Schätzelein. Schätzelein. Jetzt wird's gut. Trink, ganz genau. Das ist normal, dass du dich so fühlst. Ich sag dazu mal über nichts. Jetzt machst du die Hose auf. Was? Hast du mal Porno synchronisiert? Ich habe mal in einem Tonstudio gearbeitet und der Auftrag, mehrere Pornos zu vertonen, stand mal im Raum. Es kam nie dazu, aber es stand kurz davor. Sehr lustig. Wir haben uns schon geplant, welches Fleisch wir kaufen, damit wir das aneinander klatschen. Ich hab gehört, du hast so Soundtracks mal gemacht zu so bestimmten Dingen. Darf man darüber unterhalten? Meine Kollegen, ja. Ich war ja immer Grafiker. Ach so. Ja, genau. Du hast da mit dran gearbeitet. An den Soundtracks nicht. Da habe ich leider gar kein Talent. Außer, dass ich ein bisschen Keyboard spielen kann, habe ich sogar kein musikalisches Talent. Und Takt halten kann. Oh, das heißt, es gibt bald mal die Doom-Keyboard-Session? Vielleicht gibt es die Doom-Keyboard-Session oder die Doom-Finger-Trommeln auf dem Tisch-Session. Geil. Ich freue mich drauf. Ansonsten, die Firma hat, das habe ich glaube ich im Buschfunk auch mal ein bisschen drüber erzählt. Die hat und macht auch immer noch sehr erfolgreich Achterbahn-Soundtracks zum Beispiel. Genau deswegen musste ich gestern den ganzen Tag, ich war gestern im Heidepark. Ja, und dann hast du sehr wahrscheinlich ganz viele Soundtracks von denen gehört. Ja, ich musste so ein bisschen dran denken, das war sehr witzig. Die haben ziemlich viel im Heidepark vertont. Also Krake war sogar das erste, was die erste Achterbahn, die sie jemals gemacht haben. Ach, mit der bin ich gestern dreimal gefahren. Mhm. Und ich war dann auch, da war ich zum Beispiel dann auch bei der Eröffnung. Weil dann wird man ja so vom Park eingeladen. Hey, du hast ja da mitgearbeitet. Mhm. Und darfst halt damit bei der Öffnung. Dann bin ich beim Eröffnungstag Krake gefahren. Mit Rückenproblemen. Nee, das war nicht so schön. Das hat nämlich ziemlich weh getan. Die Krakenfahrt ist irgendwie so ein bisschen langwierig. Kurz meine ich. Ja, das stimmt. Das runterfallen lassen. Ja, rein raus fertig. Ja. Das ist quasi ein Achterbahn-Quickie. Mhm. Ja. Dum, dum, dum. Wir brauchen nicht über das Scheiße, ich muss nach Hause. Ich war jetzt die ganze Zeit beim Zauberer und der hat mir Drogen verabreicht. Ach du. Komm ja schon. So, hoffentlich wird morgen besseres Wetter. Ja, genau. Besser nochmal unsere Katze. Ich wollte sie nochmal zum Mountain bringen. Ich weiß nicht, wie das geht. E-Scan effektiv, Hackeneffektivität. Oh, der Mega-Cash. Geil. Steinzaun. Und ich kann Sprinkler jetzt bauen. Einen Sprinkler bauen. Kann ich auch was davon? Nee, bei mir wurde nichts angezeigt. Also die Kartoffeln, die 28, haben sich auf jeden Fall auch gelohnt. Ja. Geil. Richtig gut, ja. Heidepark größer als alle anderen Parks in Deutschland. Würde ich nicht ganz so unterschreiben. Welches ist denn dein Lieblingspark? Boah. Mein Lieblingspark. Ja, Heidepark ist schon ganz nett. Moviepark ist ein bisschen weniger nett, aber immer noch cool. Ja, genau, Phantasialand ist eigentlich das mit das Beste.
Also für, qualitativ am hochwertigsten ist, glaube ich, der Europapark, aber Phantasialand ist schon ziemlich gut. Ich mag den Heidepark schon sehr gerne. Ja. Aber ich bin mit dem Ding auch groß geworden, ne? Nur mal zu sagen. Ja, gut, du bist ja auch hier aus dem Norden. Ja. Als Hamburger Jung, da geht man dann durchaus ab und zu mal. Also, keine Ahnung, ich glaube, ich war mit jeder Klasse einmal im Jahr im Heidepark. Ah, okay. Wir haben tatsächlich. Klassenmäßig sind wir nie in Freizeitparks. Ja, Heidepark ist halt, du setzt dich in den Bus und bist eine Stunde da. Haben die Eltern dann irgendwie, die haben Gruppentarife für die Klassen waren sowieso relativ günstig. Ja. Und dann sind wir halt mit der gesamten Schule einmal im Jahr zum Heidepark im Schnitt. Ja, krass. War ganz witzig. Nee, ich bin auch tatsächlich erst so als junger Erwachsener das erste Mal in so einen Freizeitpark gegangen. Dann eben mit besagter Firma. Und ich. Krake, ich glaube, Krake war sogar meine allererste Achterbahn generell. Warum nicht in Hansapark? Also du hast Hanseepark geschrieben, meinst du aber Hansapark. Im Hansapark waren wir auch, aber nicht so häufig, weil wenn die Schüler abstimmen konnten, ob wir einen Heidepark oder einen Hansapark wollen, ist es immer der Heidepark geworden, weil der einfach viel cooler war als der Hansapark. Ich glaube, der Hansapark hatte viele Kindersachen. Jahrelang nicht coole Achterbahnen. Haben sie immer noch nicht. Ja, doch. Wie heißt der eine? Der Turm da? Ja, aber der Turm ist keine Achterbahn. Nee, doch, das fährst ja hoch mit der Bahn. Also Chat, hilf mir mal. Wie heißt. Meinst du diesen Freefall Tower? Kernan. Flucht des Kernan. Meinst du den Freefall Tower oder was? Nee, da fährst mit einer Achterbahn quasi einen Turm hoch. Mhm. Also richtig senkrecht und dann wirst du halt fallen gelassen, also mit der Bahn fallen gelassen und dann geht die ganze geht die Fahrt los, glaube ich. Ja, die ist erst so 3-4 Jahre alt oder so. Jetzt passt das wieder für Jörg, habe ich gehört. Besser. Ich war schon wirklich lange nicht mehr im Hansapark. Ja. Aber halt immer, die haben jetzt erst so angefangen nachzurüsten mit sowas. Hat schon ordentlich aufgeholt gegenüber dem Heidepark. Ja, okay, ich war schon lange nicht mehr da, aber früher als Kind war halt immer, lass uns nicht in den Hansapark gehen, wir gehen in den Heidepark. Halt viel cooler. Chat, könnt ihr eigentlich empfehlen, als Erwachsener in den Lego-Park zu gehen? Ich bin mir da unschuldig. Ich war noch nie im Lego-Park. Oder Legoland heißt es eigentlich. Ich war als Kind irgendwann einmal im Lego-Park. Ich habe mir schon wieder unser ganzes Geld auf den Kopf gehauen. Komm, an Dänemark im Legoland. Ich auch. Vor langer Zeit. Das ist ja auch das erste quasi. Mega scheiße. Das auch, ja. Warst du mit Kiddos da oder warst du alleine da? Nee, mit natürlich. Hört man dich eigentlich im Stream? Okay, Jörg sagt, er war auch in Dänemark im Legoland mit den Kindern und mega scheiße jetzt teuer. Nicht im Stream. So. Hallo, Jörg. Du warst schon im Legoland mit deinen Kiddos. Yes. In Dänemark, habe ich gehört. Yes. Wie fandest du das? Sehr teuer. Und außer teuer. Also nicht mal Lego hast du da billiger gekriegt. So, die haben ja so ein Special-Zeug dann da. Ja. Aber das kriegst du nicht billiger. Das ist schon ein bisschen traurig. Ja, das ist richtig. Also ich hätte zu empfehlen, wenn du Kinder hast, die relativ jung sind, weil die Fahrgeschäfte sind entweder ganz jung oder so ab 12, 13, 14 von der Größe her. Also die haben nicht so, wie sagen wir mal, so zwischen 6 und 12? Nee, nicht so richtig viel. Aber das ist doof. Ja, es ist so ein bisschen so, es ist nicht alles abgedeckt, altersklassentechnisch. Huh. Also mein Großer, der war damals noch zu klein dann für die meisten Fahrer. Ja. Warst du mit deinem Kiddo schon im Heidepark? Yes. Und? Geil. Heidepark ist gut, oder? Ja, Mann. Also ich verstehe auch überhaupt nicht. Das ist so. Wart ihr im Hansapark schon? Nee, da war ich noch nicht. Okay. Wollte ich gerade fragen, was findest du besser, Hansa oder Heidepark? Die Frage können wir dann wohl noch nicht evaluieren. Wir müssen hier, glaube ich, mal so filmen. Also hier aus dem Schlauchbüro wird auch gerade reingerufen, Heidepark. Ja. Ne? Mhm. Ich glaube, da brauchen wir auch eigentlich nicht so lange drüber diskutieren. Wie gesagt, bei uns früher in der Schule, wenn es Abstimmungen gab, Hansa oder Heidepark, waren wir immer im Heidepark. Zu Recht. Mhm. Finde ich zumindest. Wir können ja mal eine Umfrage machen. Die Frage ist, wie viele verschiedene Dingensparks gibt es aktuell? Es gibt mehr, als unsere Umfrage packen würde. Obwohl, wenn man die großen nimmt. Ja. Wir können ja mal. Wir brauchen den Dino-Park ja zum Beispiel nicht mehr. Ja, sowas ist ja kein richtiger Fall. Ich meine so eine Umfrage über Legoland, Heidepark, Hansapark, Europapark. Phantasialand, Movie. Ja. Dann haben wir es eigentlich. Ich glaube, das sind so die größten Freizeitparks. Genau, dann haut mal rein, was ihr am geilsten findet. Serial Killer sagt Tropical Island, aber das ist ja eigentlich nur ein überdachtes Schwimmbad. Um es mal ganz simpel
Wahrscheinlich kommt hier gleich irgendein Kollege reingestürmt und brüllt uns rein, was uns einfallen würde, den Hansapark mit dem Heidepark zu vergleichen. Ich warte eigentlich nur noch drauf. Ich würde gerne Kekse anpflanzen, aber das geht nicht. Kekse. Es ist 13:30 und ich habe schon wieder keine Energie, da muss ich die Kekse. Hallo Bärbel, du hast dich schon an ein neues Leben gewöhnt. Ich kann nicht glauben, dass du erwachsen bist. Die Zeit vergeht wirklich schnell. Jetzt, nachdem du weg bist, habe ich extrem viel Geld herumliegen. Also habe ich ein kleines Geschenk hinterlegt. Alles Liebe, Papa. Nochmal $500. Danke, Papa. Danke, Papa. Hallo Bärbel, morgen halten wir das Eierfest am Stadtplatz ab. Ja, habe ich schon gelesen. Da sollten wir hin. Du solltest zwischen 9 und 14 Uhr vorbeikommen, kannst du ja, genau, wir sollten da hin, aber wir haben keine Eier. Hä, wieso brauchen wir denn Eier? Wir sollen noch Eier suchen. Achso. Okay. Brauchen wir keine Eier. Ich hoffe, das ist. Dann gehe ich jetzt trotzdem noch zu Pierre und hau nochmal das restliche Geld auf den Kopf, weil wir können es bald nicht mehr anbauen. Das ist, glaube ich, jetzt heute der letzte Tag, wo wir das können. Du kannst im Sommer keine Sachen anbauen. Doch, aber wir können. Am Ende des Frühlings verdorrt ja alles, was du angebaut hast. Ach so, das meinst du. Wir können noch Parsnips bauen. Also Pastinaken. Was hattet ihr noch für Parks? Ich hab jetzt Heide, Hansa. Heide, Hansa, Phantasialand. Moviepark. Moviepark? Ja. Wo ist der eigentlich? Den nehme ich noch. Der ist bei Bottrop? Ja, das könnte sein. Ja. Bottrop, müsste Bottrop. Kannst du mal raustappen und googeln, wir sind ja gerade auf meinem Bild, wenn du willst. Wisst du nicht, okay. Achso. Nee, ich meine, der war bei Bottrop. Hattest du das Phantasialand schon? Der Europapark. Der Europapark ist auch noch ganz wichtig. Wird sowieso keine repräsentative Umfrage, das wissen wir beide. Aber. Das wird eine repräsentative Umfrage der Community. Ja, okay. Ist ja nicht der deutschen Bevölkerung. Ja, genau, Bottrop Kicheln. In welchen Freizeitparks warst du denn noch, Jörg? Der ist wahrscheinlich gerade beschäftigt mit der Umfrage. Nee, ich schreibe gerade dran. Nicht so viele eigentlich. Also die anderen kenne ich alle nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, ich war noch im Phantasialand einmal in meinem Leben. Als Kid. Ja, das ist auch schon lange her. Dann haben die auch schon ziemlich viel anderes und Neues. Man sagt ja auch immer so, ja, ey, Disneyland ist das Größte, was es überhaupt gibt. Ich weiß nicht, ob das. Ich glaube, da muss man auch Disney-Fan sein dann. Ich brauche Kohle und ich brauche Fasern. Wie soll das repräsentativ werden? Von Hansapark habe ich gerade zum Beispiel das erste Mal. Ja. Ja, ich meine, ihr kommt ja eh alle aus ganz Deutschland und Österreich und Schweiz. Würde ich ja im Chat mal darüber unterhalten, wo man unbedingt mal hin sollte. Wo sollen wir Krogi und Andi das nächste Mal hinschicken? Ja, ihr könnt auch die ultimativen Geheimtipps schicken. Es gibt in Holland auch noch ein paar tolle Parks, aber die waren. Wir wollten jetzt erstmal nur über deutsche Parks sprechen. Ja, ich kann leider die Umfrage nicht einblenden. Oh, das ist ja traurig. Ich könnte jetzt einen Tipp geben, wie man es hinbekommt. Das weiß ich, du bist ja vom Fach. Ja, also ich kann sie nur nicht einblenden. Ich kann euch das Ergebnis aber sagen. Starte mal dein Casper neu. Ja, mach ich. Also den A. Also ich sage, wir sind Regie 2, dann den B. Ich habe keine Ahnung, wo wir gerade sind. Was mache ich denn? Ich laufe hier eigentlich gedankenvoll rum. Ich fahre schon fast wieder zu Ende. Morgens das Eierfest. Ja, ich habe jetzt alles fertig gemacht, was ich fertig machen muss. Jo, Zobek sagt Efteling, das ist ein holländischer Park. Da habe ich auch schon viel Gutes von gehört. Haben wir 100 Gold gemacht. Ach, das ist ja noch nicht stark genug. Aber dafür, oder? Nein, Mist. Wir können jetzt der Abenteuergilde beitreten. Weil wir 10 Slimes tot gemacht haben. Das ist geil. Das ist ja auch ein Fest. Nee, das will er nicht tun, Tobi. Oh, ich könnte jetzt rübergehen, mein Notebook holen, aber ich glaube, das ist lame. Nein, das brauchst du nicht. Doch, ich hole kurz mein Notebook. Das ist, glaube ich, das Einfachste. Jo. Also, sonst können wir die Optionen ja, die können die im Chat alle nicht abstimmen, das ist ja doof. Müssen wir auf unsere Webseite gehen. Übrigens, kommt auf rockabins.tv. Ja, natürlich. Der beste da könnt ihr abstimmen. Der beste Ort, um RBTV zu gucken. So, dann werde ich hier mal eben noch ein bisschen sauer machen, aber jetzt kommt auch schon die Nacht herein.
Dann liefere ich mal mein Zeug. Moment, führt der Europapark. Der Europapark führt. Ah ja. Europapark. Der soll wirklich mit einer der Besten sein. Also nicht nur bei uns in der Community, sondern generell. Ach, wir haben schon 20.20 Uhr. So, dann gucken wir doch mal, warum das bei Jörg nicht funktioniert. Ich mag ja auch so Live-Debug-Sessions. Ich finde das ja eigentlich ganz witzig. Komm rechtzeitig ins Bett, ne? Ja, ja. Ja, Papa. Ich bin nicht Papa, ich bin dein Partner. So traurig. Wir müssen Papa hat dir gerade Cash geschickt. Ich würde dir kein Cash schicken. Was? Geizkragen. Ich hab halt kein Cash. Ich gebe das nochmal wieder aus, ne? Ja. So, wir haben Eierfest und wir müssen ganz dringend unsere Felder betropfen. So, denkt ab 9 Uhr ist Eierfest. Können wir mal auf das Bild von Doom gehen? Bitte? Wer sind wir das? Nee, Upsala. Ach, die sind schon hier. Im Ernten. Welche? Bohnen. Oh, die Bohnen. Ja. Beans. Nicht, dass ich gleich zu wenig Energie fürs Eiersuchen habe. Ja, kann man raus. Sind wir eigentlich in der 1 oder sind wir in der 2? In der 2. Danke. Scheiße, wir haben echt mittlerweile ziemlich viel zum Bewässern. Wir haben ja bis 14 Uhr Zeit, um da hinzugehen. Hm. Okay, das scheint ein größeres Problem zu sein, Jörg. Schaue ich mir nachher an. Direkt nach den Bärenbrüdern. Es führt aber immer noch der Europapark. Ja, sehr gut. Ja, okay. Stimmt einfach auf Rockbeans TV, dann seht ihr die Option. Dann Phantasialand. Okay, ja. Wo ist der Heidepark? Gleich auf mit Legoland. Oh Gott. Ui. Wie weit unten ist das? Wobei, jetzt hat der Heidepark einen mehr. Warte mal, ich muss mal kurz abstimmen. Jetzt auf rocketbeans.tv. Ja. Bist du denn eingeloggt? Nee, ich bin nicht eingeloggt. Ja, nun. Dann brauche ich einen zweiten Faktor. Hier könnt ihr übrigens draufklicken: Interaktion Sendeplan. Dann habt ihr hier die Umfrage, die so ein bisschen ausgegraut ist, weil es natürlich. Muss ich halt einloggen, damit eure Stimme gezählt werden kann. Genau. Heidepark, Hansapark, Europapark, Versand, ja, da. Ja, einfach einloggen und dann geht's los. Aber wenn ich mich jetzt einloggen, muss ich mein Handy rausholen. Also, das ist ein bisschen aufwendig. Robin gibt uns den Tipp, mit Stein einen Brunnen zu bauen. Ja, dann können wir überall die Gießkanne auffüllen. Aber aktuell ist der Teich ja noch so dicht in der Nähe. Aber man muss. Ach, der will auch noch 1000 Cash dafür. Ja. Lame, oder? Super lame. Ja, wollen wir zum Eierfest? Also soll ich die Bohnen hier verkaufen? Ja, natürlich. Ja, ne? Immer weg damit. Weg damit. Ja. Ja, ab zum Eierfest. Ich freue mich auf das Eierfest. Möchte dicke Eier finden. Lalalala. Liebs Erdbeersaat. Oh, geil, Erdbeer. Das Problem wird sein, dass wir die im Sommer anpflanzen müssen. Wir haben noch 100 Gold. Also nicht doof gelaufen. Wobei Erdbeeren sind doch auch früher, oder nicht? Nach Eiern zu suchen, ey, ist Erdbeer fast Erdbeer schon ziemlich. Also ja, zum Aussehen, weil. Ja, ja, ja. Guten Tag. Keiner redet wirklich mit mir. Ich komme nur wegen der gefüllten Eier. Dieses Fest ist ganz nett.
Aber auf was ich wirklich freue, ist der Blumentanz. Er sich aber nicht. Versuche jeden Tag mindestens 3 Eier zu essen. Serial Killer Fort Fun ist zu klein, um in die Kategorie zu passen. Warum sind alle so glücklich? Eier? Eier? Wir brauchen Eier. Mehr Eier. Woher kommt das nochmal? Ein Fußballer, ne? Wir brauchen Eier. Das klingt wie so ein Fußballer-Zitat, ja. Das ist so ein Trainer. Trainer-Zitat, ja. Oliver Kahn. Oliver Kahn. Danke. Kannst du das genaue Zitat nochmal wiedergeben? Ich glaube Eier. Wir brauchen Eier. Ja, ich glaube, irgendwie so war das. Oh, warte mal, ich bin noch nicht bereit zum Eiersuchen. Gelegentliche Pausen bei der Arbeit können auf Dauer die Produktivität steigern. Das sollten wir uns mal hier... Ich muss noch mit den ganzen Bevölkerungsleuten aus dem Dorf sprechen. Das ist so eine Quest, die ich auch mache. Deswegen spreche ich jetzt mit jedem. Ja, das bietet sich hier gut an. Ja. Komm, ja, hier laber mich voll. Fällt's dir, Herbert? Du bist Herbert, ne? Ja. Hm. Ja, ein Herr. Ja. Bert. Ah ja. Oh mein Gott, was macht der denn hier? Der ist ja super grumpy, George. Eier, warum Eier? Genau, wir schnacken hier noch ein bisschen weiter mit den Dudes und Dudettes. Und dann geht es auch gleich weiter nach einer kurzen Werbung. Und dann werden wir uns einmal hier zur Eiersuche begeben. Wir haben genau. Quasi unendlich viel Zeit. Wir starten sie nicht ohne euch. Dann geht's gleich los. Jo. Bis gleich. Willkommen zurück bei den Bärenbrüdern. Wir spielen mit euch ein bisschen Stardew Valley. Ganz gemütlich hier am Nachmittag. Ja. Ja. Wir schalten am besten mal auf Tobis Bildschirm. Möchtest du erklären, was gerade passiert ist? Genau. Während der Werbung hat Tobis Rechner die Connection zum Internet verloren. Dadurch bin ich als Gast auf seinem Server rausgeflogen. Und jetzt sagt quasi sein Spiel, mein Spiel, wenn ich wieder connecten will, dass er erst seine Veranstaltung abschließen muss, weil wir müssen da anscheinend gleichzeitig reinspawnen. Mhm. Deswegen bin ich aus dem Eierfest raus. Ja, genau. Das sagt mein Spiel. Also ich bin aus dem Eierfest raus, aber Tobi kann das für uns abschließen. Würde ich sagen, fangen wir an, oder? Ja, fang mal an, Eier zu suchen. Ich guck dir dabei zu. Geil. Ihr dürft uns auch gerne Fragen zur Armernacht stellen. Fällt uns ein. Wir haben jetzt diesen Samstag die gute... Ja. Rocket Beans Armernacht am, was ist das, 27.? Nee, das ist 21. Ja, das ist der 21. Am 21. Ja, wie viel Uhr weißt du das gerade? Ja, um 20 Uhr gehen wir live. 20 Uhr. Um 17.30 Uhr geht das Training wieder los. Mhm. Und ich werde natürlich wieder um 15 Uhr im Studio sitzen und versuchen, die technischen Probleme auszumerzen, die wir jedes Mal hatten bisher. Spätestens 15 Uhr. Das ist ja. Jedes Mal bis zur letzten Minute. Mhm. Ach Gott. Deswegen sitze ich auch immer so komplett durchgeschwitzt. Ja, ja. Es ist Zeit für das Highlight der heutigen Festivalitäten, die jährliche Frühlingseiersuche. Ah, das markiert quasi den Abschluss des Frühlings, oder? Nee. Ganz ruhig, Kinder. Ihr braucht eure Energie noch, wenn ihr die meisten Eier finden und den Preis abstauben wollt. Keine Eier für Duben. Eier, wir brauchen Eier. Sind wir denn alle bereit? Natürlich sind wir bereit. Wir sind immer bereit geboren. Lasst uns die Eiersuche beginnen. Ich hab keine Ahnung, wo die Eier sind. Ach, das erinnert mich an Harvest Moon. Wo sind die Eier? Sind die Eier? Keine Ahnung, wo hier welche sind. Bist du welche? Da oben ist eins. Da ist auch noch eins. Ei. Ei. Da ist auch noch eins. Ei. Ganz rechts hinter dem Mülleimer war eins. Welche Mülleimer? Rechts. Weiter. Will das hier gewinnen? MLG da, und so. Ist eins. Da oben. Da auch. Und dann ist da das nächste. Hier von hier nach oben. Genau. Effizienz. Routenoptimierung. Weiter geht's. Nach unten? Ja. Ich sehe nach oben kein Durchkommen. Da. Ei gefunden. Ist das hier eins? Ja. Und da im Garten also auch eins. Da komme ich nicht an, oder? Ja, aber von hinten, glaube ich. Ganz hinter dem Haus her. Das stimmt zu Ende. Ah. Wie viele Eier hatten wir? 5, 6? Wow, schaut euch all die Eier an. Wenn ich euch Kinder dazu kriegen könnte, Müll effizient aufzusammeln, hätten wir die sauberste Stadt diesseits des Edelsteinsees. Und jetzt der Gewinner der diesjährigen Eiersuche. Ah, bitte.
Tada! Hier ist dein Preis. Viel Spaß. Ja, meine Strom. Ich wollte Cash. Nun, das ist Eierfest dieses Jahr. Danke, dass ihr dabei wart. Ich möchte gerne jetzt Monkey D. Ruffy genannt werden. Wie ein Strohhut. Ja, okay. Ah. Herr Bert ist beigetreten. Ja, jetzt bin ich wieder hier im Bett gespawnt, aber es... Warte mal, bei mir ist 11... Ah, nee, jetzt ist es 22 Uhr. Jetzt hat er synchronisiert. Ja, dann... Bett gehen. Ja. Ja. Ich bin in meiner kleinen eigenen Bude, ne? 200 Gold für... Wollen wir die Parks auflösen? Ja, die Parks-Umfrage ist... Lassen Sie beenden und also, Platz 1. Gewonnen hat Europa-Park. Europa-Park. Herzlichen Glückwunsch. Wer ist Zweiter? Im Moment Heidepark. Ja, immerhin. Ja. Heidepark ist schon nicht gefolgt von Phantasialand. Okay, ja, Phantasialand. Alle anderen sind Loser. Aber wo ist der Hansa-Park ganz unten? Ja, mit Movie-Park ganz unten. Okay. Ist die fertig? Oh, ist das der Blumenkohl ist fertig. Ein Haus, was gebaut werden soll, oder eins, das verwahrlost? Das ist ein verwahrlostes Haus, was wir aufbauen können wieder. Achso. Gut, ja, frisch ans Werk. Ne? Das ist, glaube ich, diese Entspannende an diesen Spielen. Ja, ne? Du arbeitest quasi so eine Art Pflicht ab. Du musst über die anderen Dinge nicht so viel Sorgen machen. Ja, generell. Wer braucht schon Sorgen? Das essen wir ja nicht. Du hast quasi durch deine Lebensumstände einen vordefinierten Tagesablauf. Mhm. Ist das eigentlich so? Haben Bauern keine Freizeit? Also... Ich glaube, zur Erntezeit nicht, ne. Ist halt schon anstrengend. Ne? Ja, ich glaube, das ist so, ja. Nee, aber Armanach. Mhm. Ich freue mich schon tierisch. Wir haben wieder einen Gast im Studio. Mhm. Der war letztes Mal zwar auch da, aber hinter den Kulissen. Das heißt, diesmal sitzt er vor der Kamera und wird uns unterstützen. Und wir haben 4 Infanterie-Squads. Wenn ich mich hier nicht erinnere, wir haben 4 SPZs und wir haben noch ein paar Medics und ein paar Logistiker. Insgesamt 35 Mann. Kann ich mal kaum. Ich glaube, es war ein bisschen weniger, aber nicht viel. Und ich freue mich schon sehr darauf. Langsam wird auch die Organisationsarbeit ein bisschen weniger. Das ist ganz gut. Mhm. Wollen wir in die Mine gehen? Ja. Einmal wieder schöner noch Minenarbeiter machen. Ja. Also die 316 brauchen wir jetzt eigentlich nicht mehr ausgeben. Also wir können jetzt noch was die Nacken holen. Hm. Keine Ahnung. Landwirt, nicht Bauer. Ja, sorry. Ja. Landwirte und Landwirtinnen. Agrarwirt, nicht Landwirt. Es wird immer besser. Was ist die politisch korrekte Bezeichnung? Ist noch die Kiste für dich? Ja. Geil. Und die Schuhe drin. Lederschuhe. Mit E. Zack. Was? Nee. Hä? Wie kann ich die anziehen? Da. Ja. Ah, was da? Yeah. So, wir wollen jetzt tiefer runterkommen. Ja. Und damit wir Iron bekommen. Das ist quasi unser nächstes Ziel. Schon wieder kein Platz mehr im Inventar. Wir sollten auch irgendwann demnächst mal. Die Dinger sind richtig nervig. Wir sollten uns, glaube ich, demnächst mal das Taschen-Upgrade kaufen. Ah, das sind ganz viele. Oh ja, soll ich mal kommen? Komm mal hier zur Hilfe! Ja, habe ich genau noch einmal raufgehauen. Zweimal, dreimal noch. Ja. Meine. Warte, ich droppe dir mal das Käferfleisch, das hast du ja sowieso schon im Inventar. Ja. Dann können wir unser Inventar ein wenig konsolidieren. Hast du schon den Abgang gefunden? Nee. Kann man übrigens bekommen, wenn man Gegner tötet. Ja,
Jetzt noch mal ein bisschen Monster. Hier ist der Abgang. Sehr gut. Ja, nehmen wir es mit. Korrekte Bezeichnung des Subventionsempfänger. Das ist besser hier. Hier ist der Abgang. Ich gucke erst mal hier hinten, was hier so ist. Blub, blub, blub. Ihr müsst mit euren Charakteren duschen, dann kommen die Viecher nicht zu euch. Ist das wirklich so? Nein. Ich glaube, der trollt uns. Das ist du hast zwei Abgänge? Ja, kannst auch mehrere finden. So. Die zeigen aber alle gleich. Ja, okay. Uah. Ist das Rote wichtig? Keine Ahnung, könnte eine Cherry Bomb sein, aber das, dann wäre sie nicht wichtig. Aber ich kann was essen, ich kann eh was essen. Du hast schon wieder was zum Essen gefunden, ne? War ja klar. Ja. Was machen wir eigentlich gleich zum Mittag? Oh, da bin ich noch unentschlossen. Oh Gott, ich hab aus Versehen eine Explosion verursacht. Passt ja zu dem Video-Intro, was wir gerade eben hatten, ne? Muss mal knallen, muss ich. Mark. Ja, was machen wir jetzt zum Mittag? Eine Flasche Öl? Nee. Was? Ich weiß nicht, ob das eine Antwort auf unsere Frage ist. Flasche Öl? Steht da im Chat. Aha. Oh, hier ist direkt ein Abgang offen. Ja, aber hier ist noch ganz viel Erz. Okay. Da an einem Gold oder so. Topas. Oh, ich glaube, dann können wir runter, ne? Oh Gott. Ein Monster-Level. Raupen hier werden übrigens irgendwann zu diesen Fliegeviechern, die total rumnerven. Ja. Ja. Sehr gut. Guck mal, eine Kiste. Ist da was drin? Meistens nur Holz oder Kohle oder so, aber ja, das ist drin. Ich hab schon wieder keinen Platz, ey. Weiß ich auch nicht. Wie gesagt, wir sollten bald meinen Rucksack kaufen. Ja, echt. Ja. Andererseits ist halt Gewinnmaximierung eigentlich eher unser Ding, ne? Ja. Wenn ja die Gewinnmaximierungsbrüder. Wir brauchen schon einen Rucksack. Ich überbewerte das Ding. Ja, wie teuer ist denn sowas? Über 2000. Ja. Doch ein bisschen überbewertet, meinst du, ne? Ja, ich weiß nicht. Ist schon nett, mehr tragen zu können. Meine, ne, hier ist gleich RIP. Was hast du noch? Fischen. Was bist du denn? Keine Ahnung. Aber vielleicht können wir es aufheben. Eine Krabbe jetzt aufgehoben. Praktisch. Ja, ich gehe da mal hoch, ne? Ja, ich. Mit meiner Energie. Ich guck eben noch. Nichts mehr machen. Ob ich schnell noch was finde.
Rucksack lohnt sich. In jedem Game ist Inventarslot-Erweiterung wichtiger als sonst was in der Anfangsphase. Ja, aber wir haben kein Geld. Wir sind pleite. Ja, komm, wir machen hier quasi die Pleitebären. Wir machen erstmal hier ein bisschen Cash mit unserem Feld. Ja, ne? Wir müssen ein bisschen auf Anbau und Ernte konzentrieren. Nee, Moment. Ja, gut gegossen ist alles, jo. Top. Ich war sogar mal früh ins Bett. Ja gut, wenn man nicht mehr kann, dann kann man auch einschlafen, ne? Dann kann man auch schlafen gehen. Stufe 3, Gießkanneneffektivität, Hackeneffektivität. Wir haben ein Bienenhaus bekommen und Geschwindwachs. Eine Bauernmahlzeit können wir jetzt kochen. Und wir können jetzt einen robusten Ring bauen. Oh, das ist ein kleines UFO. Oh Gott. Horst. Hm? Hallo, mein Liebling. Ich weiß, dass du gerade mit dem Gärtnern angefangen hast. Deswegen wollte ich dir einen kleinen Tipp geben. Die meisten Pflanzen wachsen an der Jahreszeit. Wenn der Sommer kommt, werden alle deine Frühlingspflanzen vergehen. Also plane gut. Deswegen, ja, ich habe noch einen Brief. Woher weiß man denn, wann der nächste Monat, also wann der nächste Jahreszeit anfängt? Ich glaube immer am 30. Achso, okay. Oder am 31. Also der 30. ist, glaube ich, der letzte Tag des Monats. Aber es gibt wohl irgendwo einen Kalender, wurde von Wohnen im Chat gesagt. So, ich finde jetzt mal heraus, wie teuer der Rucksack ist. Ja. Aber kann ich noch nicht. Ich mache das in 9 Uhr auf. Aber ich wollte noch einen Kalender gucken. Bis du da bist. Ich brauche 2 Stunden, um dann ins Dorf zu gehen, ne? Mhm. Ja, so schnell, wie das vergeht. In 28 Tage, schreiben sie. 28 Tage und der Rucksack kostet 2000 Gold. Naja, gut. Bin ich halt umsonst hierher gelaufen. Passiert. Hallo? Ich will jetzt sagen, gut. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt noch ein paar Pastinaken. Die brauchen, glaube ich, nur 4 Tage zum Growen. Das geht relativ flott. Ja, wir haben ja erst den 15. ne? So. 12 Tage braucht der Blumenkohl. Kaffee lohnt sich nicht. Bohnen auch nicht. 4 Tage brauchen wir. Kartoffeln brauchen 6. Auch Kartoffeln noch anbauen. Was haben wir denn noch? Wir können sogar noch 2 Kartoffeln machen, theoretisch. Kartoffeln lohnt sich mehr als Dingens. Mhm. 9.20 Uhr. Zack. So, wir brauchen Kartoffeln. Schön 9 Kartoffeln. Tobi kauft Kartoffeln. Ich bewässere die Felder mit schon fast mit meiner Energie wieder. Am Ende. Echt anstrengend. Ja, wir sollten. Also wir müssen uns ein bisschen mehr auf die Mine konzentrieren. Ja. Weil wir dann, wenn wir Eisen haben, kann ich Sprinkler bauen. Ach so. Oder wir holen uns Helfer aus der Community. Einfach nur zum Garten wässern. Wir wollen einen Garten wässern. Du willst Sklaven, komm, gib's zu. Ja, ich will schon Sklaven. Wer möchte uns den Garten wässern? Jeden Tag, immer wieder. Schätzelein, der macht uns richtig feucht. Immer wieder Garten wässern.
Was war deine Aufgabe bei dem ganzen Konstrukt? Ich habe den ganzen Tag den Garten gewässert. Ah, ja. Ja, das macht jetzt keinen Sinn, das hier abzubauen. Geht noch nicht. Ja, also Energie haben wir nicht. Wir können aber Energieriegel bauen. Dann müssen wir Eicheln, Ahornsamen und Kiefernzapfen da reinknallen. Ackerbäume fällen. Oh Gott, hier sind ja keine Bäume mehr. Ja gut. Du warst fleißig, habe ich gehört. So. Ja. Also ein bisschen... Mit hacken kann ich auch noch. Ja, eigentlich sollten wir nach unten gehen, ne? In die Mine. Wow. Ich bin halt jetzt echt schon kaputt. Das ist eigentlich so ein Bienending. Okay, brauchen wir auch Eisen für. Wir müssen Eisen haben. It sums up, as wir benötigen Eisen. Also ist ja. Dafür müssen wir in die Mine. Werden wir heute aber nicht mehr schaffen mit unseren drei Leben. Nö, ich bin gleich tot. Ja, ich auch. Oh, hier kommen wir ins Museum. Das bin ich demnächst mal dabei. Ich bin ja hier nicht da. Wobei, warte mal, ich hab noch die Quest dafür. Glaube ich. Und hier können wir Kieferzapfen einpflanzen. Oh, so ein schöner Kiefer. Wo mache ich das denn? Ich habe immer noch nur 25 von 28 Menschen mit. Machen wir hier von aus. Und hier so weit vorne die Bäume. Ein Baum. Er kommt von alleine. Wollen wir jetzt schlafen gehen oder was? Ich kann ja nichts anderes mehr machen. Ich auch nicht. Komm. Also ich könnte noch ein bisschen was machen, aber wenn wir jetzt in die Mine gehen würden, wären wir tot. Ja. Gar keine Chance. Jetzt 35 Gold. Yay. Yeah. Ja, gut. Also noch damals, als wir 3000 an einem Tag gemacht haben. Wart mal ab, wenn die ganzen Lumkohl-Dinger da fertig werden. Oh, es gibt wieder Bohnen. Oder 300. Es ist halt das Ding, ne? Wenn ich jetzt schon wieder alles wässer, dann bin ich halt schon wieder kaputt. Das ist ja ein Teufelskreis. Ja. Weiß. Ich wässer ja mit dir. Ja, okay, dann sind wir nur halb kaputt. Ich habe zwar genauso viel Energie verloren, aber... Oh, von der anderen Seite an. Aber sie werden schon größer, das ist schon gut. Warten wir erst auf den Sommer ab, dann müssen wir noch mehr wässern. Ja. Ich glaube, wir brauchen wirklich irgendwann Feldarbeiter. Diese Sklavenhändler. Gerne geschehen. Ich wollte nur dich nur ins Menü packen.
Also wir beide die halbe Energie weg. Ja. So ungefähr. Aber vielleicht kommen wir 5 Level tiefer noch in die Mine. Wir können uns aber nur darauf konzentrieren, tiefer zu kommen. Ja, genau. So, alles fertig? Ne, hier sind noch 2. Ach, die da, ja. Ne, da drüber auch noch. Ja. Ich hab kein Wasser mehr. Ja, dann los. Diese Asymmetrie macht mich krank. Ihr seid wahnsinnig. Ja, man kann es nicht hier mit. Details, ne? Das kann weg. Das brauche ich noch. Das kann weg. Wieso kann ich eigentlich nicht dauernd mit der Katze hintergehen? Das ist die Mounst. Warum hast du eigentlich so, nur so wenig Werkzeug? Ich hatte in die Kiste gesteckt. Ja, damit du mehr Platz für die Mine hast. Ja. Schlau, oder? Durchaus. Ein Smart Boy. Und hier diese fliegenden Blätter sind, Blüten sind auch neu. So, wie tief kommen wir jetzt? 15. Okay. Wir wollen tiefer kommen und Kupfer abbauen. Ja. Das ist unser Ziel gerade. Gut. Ist keiner. So. Gut. Oh, hier ist alles voller Gegner. Ja, aber die Gegner können auch Dinger machen. Ja, wir müssen. Da sind wir mal zusammengehalten. Ja. Da müssen wir weniger schlagen. Gibt auch so Dungeons, wo Level, wo nur Monster sind, und das scheint so eins zu sein. Ich habe keine Steine da. Das hier hinten wird gerade zum... Ja. Gott, nervig. Ja, wo ist denn hier dein Ausgang? Wenn wir die tot haben, alle. Ach, wenn alle tot sind. Oh Gott. Die waren noch nicht alle dead. Frage an RBTV. Nutzt ihr für einen Shop auf RBTV ein bestimmtes Shopsystem? Das ist. Bei uns auf der Seite ist das ja kein Shopsystem. Das ist eigentlich nur eine Auflistung von Artikeln. Wir haben es ja mal Linkliste genannt. Genau, es ist eine Linkliste. Und wenn ihr da auf einen Artikel klickt, dann kommt ihr zu GetShirts. Die haben ein eigenes Shop-System. Nicht immer, man kommt jetzt nicht immer bei GetShirts raus. Achso, ja, stimmt. Man kommt zu Partner-Shops raus, nennen wir es mal so. Genau. Noch eine. Ja. Ja. Ich werde verfolgt und unser Schwert ist noch zu schlecht. Alter, hier kommen immer mehr von diesen Fliegeviechern gerade. Ja, ich brauche mal deine Hilfe. Sonst sterbe ich hier. Okay. Ja. Wo bist du denn? Warum?
Okay, hier ist der Ausgang schon mal. Ja, ja, ja. Oh Gott. Nehme ich mit. Ich guck nochmal kurz hier oben, ob hier noch irgendwas ist. Guck nochmal wieder raus zum Leid von Jörg. Hier ist schon echt. Ja. Tja, runter. Ist vor der Mine nicht so ein Badehaus, wo man Energie aufladen kann? Da was? War doch was. In Dingens gab es das, in Harvest Moon gab es das auf jeden Fall. Ja, da gab es so die heißen Quellen. Keine Ahnung, ob es sie hier auch gibt. Ehrlich gesagt. Ja, wir haben das gesehen, aber wir wollten den Tag noch zu Ende machen, Jörg. Danach geht's los. Wir können hier. Ja, wir können aber hier nicht pausieren. Der Tag läuft weiter. Tut uns leid. Alter. Das Schwert ist einfach zu schlecht. Okay, ich bin tot. Uncool. Tobi, Bärbel. Zerfetzt. Bärbel, wach auf. Ich hab dich ohnmächtig in Minen gefunden. Ich glaube, damit tragen wir den Rücken verrissen. Pass beim nächsten Mal ein bisschen besser auf, okay? Ich weiß nicht, ob ich jetzt alles verloren habe, ehrlich gesagt. Ich muss mir wohl ziemlich stark den Kopf angeschlagen. Ich habe einen kompletten Filmriss der letzten 11 Ebenen Minen. Sieht aus, als hätte ich 6 Gegenstände aus meinem Rucksack verloren. Jo. Ja. Aber der Kupfer ist noch da. Das Kupfer. Ist der Kupfer noch da? Und mein Fahrstuhl geht nur noch bis zur 5. Etage. Jeder Mann ins Bett. Das ist halt wie so ein trotziges Kind. Nee, geh halt ins Bett. Das, ja. Ich hoffe, dass wenn du jetzt 19 gefunden hast, dass mein Fahrstuhl dann sich, oder spätestens bei 20 sollte er sich wieder aktualisieren. Ja, ich probier's mal noch. Hast ja noch ein bisschen Energie. Ja. Gießklang und Angel weg? Nee, die waren in meiner. Die sind im Kasten. Bin ich nicht dabei. Da. Ein neues Schwert. Geil. Oh yeah. Kann ich auch abholen. Da ist einfach sein altes Schwert weg. Ja. Schämt er sich denn nicht? Geh ich mal eben hier. Alle Nachbarn für 10 Jahre. Dann müssen wir ein Herz abbauen. Und dann komme ich hoch. So. Gut. Ach komm. Ein Tier geht noch. Einer geht noch. Ala. Denk an die Uhrzeit, ne? Wir haben schon 20 Uhr. Ja. Muss noch zurücklaufen. Jetzt komme ich. Gut. Dann gehe ich jetzt eben hoch, lauf zurück ins Haus und währenddessen könnt ihr euch gemütlich ein paar Konsumempfehlungen reinziehen. Wir sehen uns gleich. Genau. Wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. Schön, dass ihr wieder da seid. Herzlich willkommen zurück bei den Bärenbrüdern. Ja, und ich habe es jetzt endlich geschafft, einen Flaschenöffner zu holen. Ich würde sagen, dann... Nee. Oh. Alla! Ich möchte auch diese ganz kleine Animation, die er jedes Mal beim Stoßen da einbaut. Das ist sehr wichtig. Prost, Chat. Ja. Dann lass uns doch jetzt mal hier versuchen, den Frühling irgendwie durchzubekommen. Ja, wir haben noch 20 Minuten Zeit. Genau. Haben wir aber noch 10 Tage, schaffen wir wohl nicht.
Nö, aber dann... Gibt's beim nächsten Mal vielleicht den, ja, den Ende des Frühlings. Wir haben immer noch kein Geld, wir sind immer noch arm. Ja. Wir dürfen wieder viel zu viele Dinge wässern. Das ist diese Studentenzeit. Ich habe übrigens einen Brief bekommen, dass der Typ jetzt Dünger verkauft. Hm. Ich glaube, ich noch nie Dünger verwenden im Spiel. Das wäre eigentlich ganz praktisch, ne? Weil dann müssen wir weniger gießen. Weil dann bestimmt schneller wächst. Oder wofür ist der Dünger da? Wahrscheinlich. Ich habe es noch nie benutzt. Mhm. Ich weiß nur, dass er relativ teuer war und ich deswegen immer gedacht habe, das lohnt sich eh nicht. Ja gut, der Preis entscheidet tatsächlich darüber. Wenn du Sprinkler hast, dann interessiert dich ja sowieso. Ja, dann muss ich ihn nur noch in die Mitte stellen. Nee, der muss gar nichts mehr machen. Ach, der macht vollautomatisch? Ja. Geil. Wir müssen dafür nur Eisen finden. Ich kenne nur den Harvest Moon Sprinkler. Da muss man sich in die Mitte für einen Neunerfeld stellen. Ja, nee, das ist ja eine Gießkanne-Upgrade dann. Ach so. Harvest Moon. Aber hier ist es einfach ein Ding, da stellst du hin und drumherum wird dann automatisch gegossen. Ich möchte gerne für den Sommer ein paar davon haben. Ja, das klingt ganz praktisch. Die Superspinnen, da kommen wir erst später. Ja, aber die schon größeren Sprinkler kriegt man, glaube ich, schon ab Hofarbeit 3. Ja, die Boden da oben. Fähigkeiten. Okay. Hofarbeit 6 war nicht. 1, 2, 3, 4, 5. Also ab da würden wir den Kram bekommen. Das wären schon die guten. Aber die kleinen... Ey, jetzt sind wir 20 für diesen kleinen bauen, sind immer noch in Ordnung. Ja, ja gut, wenn du es sagst. Steine rumliegen. Schau einfach mal nach, 75 Steine und 1000 Gold für, aber wenn du bereit bist, sollten wir schon die Nachricht. Ja, Mine? Mine. Ich gebe mir nur die Hälfte von meinem Kram weg, ne? Das brauche ich nicht. Ja, okay, mach ich. Das brauche ich nicht, das brauche ich, das brauche ich nicht. Das brauche ich nicht, das brauche ich nicht. Ich habe noch Steine, warum habe ich Steine dabei? Niemand mag Steine. Nell, mach zu da. Wenn ich nur einer gleichzeitig an die Truhe. Und man geht nur bei Regen in die Mine. Wie? Ja, weil dann die Zeiteffizienz, also Zeitmaximierung. Oder? Hm. Aber was können wir denn jetzt gerade machen, was nicht Mine ist? Ja, genau. Wenn, habt ihr irgendwie da Tipps für uns, Chat? Hier eine heiße Quelle. Ja, ich hebe auch ein Schwert. Ne, hier ist nur so ein komischer Laden. Eine kaputte Brücke. Fischen, damit macht man gut Geld. Das stimmt. Das kann man ja auch bei Regen machen. Oh Gott, das ist hier dunkel. Level. Hab's. Wir wollen doch nur Iron finden. Iron. Die Gegner werden übrigens auch immer stärker, je tiefer man geht. Dafür habe ich aber das bessere Schwert. Ah, die sind jetzt deutlich angenehmer. Ja. Das ist richtig. Hab. Ja. Ihr könntet mal überprüfen, was ihr für die Zauberwichtel im Gemeindehaus habt und braucht. Oh ja. Das ist ein sehr guter Punkt, da hat er aber recht. Aha. So, unbedingt mal tun. Ups, hab. Ja.
Jeder Stein ist wichtig. Oh, ich wollte das nicht übergeben. Ich wollte die selbst essen. Nom 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 nom. Langsam auf das Ende meiner Energie, aber ich kann noch eine Beere. Oh shit, da noch nicht runtergehen. Ja. Ganz rechts ist noch. Ja. Ich habe den Ausgang, aber da ist noch Kupfer. Ja. Dann mache ich die Kiste hier auch noch auf. Dieses Grüne heißt, dass ganz viele Fliegeviecher kommen werden. Also dieser grüne Rahmen. Das hört irgendwann auf. Wenn ich mich richtig erinnere. Grün hast nur du. Ich hab den gar nicht. Hm. Jetzt ist weg. Erstmal ein bisschen mampfen. Ja, ach gut. So viel hat's nicht gebracht. Nee, die will nur 25 Energie. Den kann ich noch mitnehmen. Erz, hab den Ausgang. Mhm. So. Zwei Level noch, dann kriegen wir den nächsten Fahrstuhl. Mhm. Oh, hier oben ist 5, 6 mal Kupfer. Oh la la. Jo. Was sind die? Was sind die? Achso, da sind Sachen drin. Ja, kannst aber jetzt nicht laufen, gehst du kurz die Kohle raus. Ja, hab ich. Hab den Ausgang. Ganz oben rechts. Ja, ich. Gut, dann muss ich jetzt auch nach Hause. Muss noch einen tiefer. Boom kann nicht mit weiterspielen. Der muss jetzt nach Hause. Außer ich mach nichts und du machst alles. Du kannst mich ja verteidigen. Ja. Macht mit dem Schwert schlagen keine Energie? Keine Ahnung. Auf jeden Fall sehr wenig. Okay. Mit dem Schwert am schnellsten. Achso. Die Dinger, die Höhlendinger, davon kannst du mal eine essen. Ja, muss ich einmal hier. Oh, ich hasse. Die geben mir ganz gut Energie. Am besten nicht alle essen, weil ich auch gleich im Arsch bin. Energie! Ja. Okay, eine habe ich noch, wenn du eine brauchst. Ich würde lieber noch ein Level tiefer gehen, also lass uns mal darauf konzentrieren und dann würde ich auch rausgehen. Ja, du musst es mal wieder anfangen, weil ich kann nicht mehr. War ganz links nicht schon einer offen? Ein Abgang? Was? Nee. Oder habe ich mich verguckt? Doch, hier. Da war doch schon einer. Ja, den habe ich nicht gesehen.
Ding. Mal gucken, ob wir hier noch irgendwie was finden. Hier müsste nämlich Iron kommen langsam. Okay, ich kann nicht mehr. Ich guck mal eben noch rum. Ich hier raus. Ja. Hier ist ein Zombie. Ein Golem. Der ziemlich viel aushält. Hast du irgendwo Eisenerz oder so gesehen? Ne, ich habe nur hier normales Erz. Da kommen schon weitere Zombies. Aber noch habe ich genug Energie. Langsam musst du aber. Ja. Ja, es wird auch spät. Hör mal, das wird auch spät, doch. Ja. So. Die letzte Viertelstunde wird wahrscheinlich angebrochen sein. Denke schon. Ja. Ja, das steht auf dem Monitor. Stimmt. Da, 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 da. So, ich möchte noch eine Ernte mitmachen. Ab ins Bettchen. Ja, ja, ja. Ah, so, was haben wir verdient? Wahrscheinlich gar nichts. Ina war Stufe 2. Wir haben nichts verdient. Haben auch nichts gar nichts passiert. Aber hier sind hoffentlich jetzt zumindest noch 4 Blumenköhler fertig. Mein Inventar ist rappelvoll. Ja, auf jeden Fall ein super Blumenkohl. So. Wie war da ein super Blumenkohl? Der war nicht hiesig, sondern es war einfach nur ein goldener Blumenkohl. Okay. Kein super, super riesig Blumenkohl. Und ich will mir dann gleich einmal LSD holen. Ja, klar. Was man halt so macht. Ne? Schöner kleiner LSD-Trip. Das wird morgen schon gut Geld geben, glaube ich. Aber noch nicht genug für den Rucksack. Du, du, du. Schon mal Crack. LSD. Geh du mal auf deine Herointour. Dann gehe ich ins Museum.
So, das war doch irgendwo hier unten im Schmied. So, moin. Ich hab was für dich. Schätzlein. Schätzlein, ich hab hier richtig gutes Zeug. Oh, aber mehr auch nicht. Ach so. Ja, gut. Ja, gut, ich kann grad nichts mehr machen. Aber, Nemesis, macht das nicht jetzt schon Sinn, Springteil zu bauen? Ich dachte, das wäre so. Selbst die kleinen, die kosten ja quasi nichts. Ein Eisen und ein Kupfer. Und bewässern zumindest vier Felder. Und wenn wir dafür dann nicht komplett im Arsch sind jeden Morgen, verlieren halt jeden Tag die Hälfte unserer Energie. Deswegen. Ja. So, jetzt haben wir noch was fürs Museum gefunden. Zack. Neue Belohnung. Neue Belohnung. Können sogar einen Sprinkler daneben kriegen. Immer kriegen wir einen. Nein, Melonen. Das müsste Sommersaat sein, oder? Steht das drüber? Ne, steht nur. Wächst im Sommer. Ja. 12 Tage. Irgendwann bekommen wir von denen auch einen Sprinkler. Ja, will der feine Herr halt hier noch die Rohdiamanten ins Museum geliefert bekommen. Dann lässt er mal so einen Sprinkler springen. Komm, können wir hier noch ein bisschen wildern gehen in der Natur hier. So, das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit, das nehmen wir mit. Hier oben noch was. Da. Das hier. Und hier ist auch noch was. Njom, 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 njom. Wow, was hast du hier schon für eine... Ja, ich brauchte eine Industrieanlage aufgebaut. Industrieanlage, drei Öfen. Ja, ey. Klar, mancher denkt sich so, ach, wenn ich nur einen Ofen hätte. Tobi kommt mit drei Öfen um die Ecke. Ja, zu Recht. Wollen wir... Was mache ich mit denen? Über die Kiste packen, das Kupfer machen. Okay. Wollen wir mal wieder in die Mine? In die Verkaufskiste oder in unsere Kiste? In unsere Kiste. Verkaufen will ich den Kram nicht. Okay. Das brauche ich nicht. So, dat. Komm, ein paar Beeren können wir auch verkaufen. So, diesen Tag können wir noch machen und dann werden wir uns, glaube ich, verabschieden müssen. Um schon mal so ein bisschen seelisch darauf vorzubereiten. Ja. Wir haben jetzt 16:14 nach meiner Uhr. Das Spiel heißt Stardew Valley. Quasi so Harvest Moon stylig. Ja. Der Bauernhof-Simulator. Alla. War da nicht noch was? Im Prinzip ist das Spiel doch Minecraft für Arme bzw. Leute ohne Freunde, oder? Wir spielen es ja gerade zu zweit. Ja, eben. Das ist schon irgendwie was ganz anderes. Ja, das hat nichts mit Minecraft zu tun. Nee. Das, was eher wie Minecraft ist, wäre Terraria. Zum Beispiel, ja. Harvest Moon auf der PlayStation. Mann, war das eine Zeit, ey. Ja, Harvest Moon auf dem Super Nintendo, Alla. Das war eine Zeit. Ich hab's auch noch auf der PlayStation gespielt. So, hier sieht alles okay aus. Pack ich hier mal die Melonensaat rein. Und ich nehme mir mein Werkzeug wieder. Es ist so dunkel hier. Ich glaube, man kann auch irgendwie Fackeln bauen, aber... Ja, glaube auch. Aber ich weiß nicht mehr, wie.
Fackel. Ein Holz, ein, zwei Harz. Kannst du ein paar Fackeln mitbringen? Findest du in den Kisten. Beides. Ja. Holz ist hier nicht drin, aber in der anderen. Das reicht. Und wenn du E drückst, kannst du bei der Herstellung die direkt craften. Ja, Hammer. Da. Das Wasser brennt. Achso, das ist einfach nur so schon. Okay. Ich sehe halt nicht, ob ich einen Eingang frei mache. Mhm. Ja, dann bringe ich hier schnell die Fackeln vorbei. Ich habe einen Eingang gefunden. Ich habe aber Rechtsklick gedrückt die ganze Zeit. So. Dreißig sind wir schon. Ich bin aber schon 31. Gefunden? Ja. Ich kämpfe hier gerade leider noch gegen zwei Zombies. Ja, eine Fledermaus. So. Geil. Schöne fette Mine gefunden. Da oben ist auch ein LSD-Pilz. Drogen! Ich hab gerade keinen Platz mehr. Verdammt. Ja. Hab ihn. Hier ist er. Ich hab einen anderen. Na gut. Ja. Ich glaube, ihr werdet nicht mehr so ganz mitbekommen, wie wir hier diesen Tag dann doch noch beenden. Wobei, wir gehen einfach hoch. Ja, können wir machen. Ich weiß nicht, wie böse Jörg ist, wenn wir jetzt noch keine Minute brauchen. Auf jeden Fall hat es mir sehr viel Spaß gemacht mit dir hier. Ja. Nach irgendwie knapp zwei Monaten mal wieder gemeinsam mit dir zu spielen. Das war einfach sehr selten. Gamescom-Vorbereitung hat uns ja das ich das gehört. Nimmt immer jeden in Anspruch hier. Naja, und das wird jetzt schon auf jeden Fall besser. Ich hoffe, wir schaffen das jetzt ein bisschen häufiger wieder. Wir haben es ja auch im Sommer haben wir es auch relativ häufig gemacht. Ja, auf jeden Fall. Also jetzt kommt wieder die entspannte Zeit, ja, wo wir öfters ins Hangi können. Ja, ich glaube auch. Also wir haben ein paar Projekte zwar, aber das geht, glaube ich, ganz gut. Ja. Na schön. Dann schauen wir uns noch einmal kurz in. Guck mal, die rostrote Mauerbiene schreibt sehr entspanntes Nachmittagsprogramm. Ja. Das freut uns. Genau das wollen wir erreichen. Wir wollen hier richtig gemütlich für euch, mit euch zocken. Und ab schnell ins Bett. Gucken, wie viel Kohle wir gemacht haben mit den vier Blumenkohl. Wie viel Kohle jetzt? Wünschen wir euch auf jeden Fall schon 1000. Ja, läuft. Ja, ist okay. Und mit dieser Summe, 1272 Gold, verabschieden wir uns. Und wünschen euch noch einen tollen Nachmittag hier auf Rockmeets TV. Genau. Ich bin mir nicht ganz sicher, was es jetzt gibt, aber es gibt bestimmt was Schönes. Es gibt immer was Schönes. Viel Spaß mit dem nachfolgenden Programm. Und wir sehen uns Samstag, 20 Uhr wieder mit der Armer-Nacht. Genau. Ciao. Bärenbrüder!